Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Sprechplanet. Heute mit einer Kommentatorenlegende. Peter Urban hat hier Platz genommen in unserem Studio. Herzlich willkommen. Schönen Dank für die Einladung. Quasi ganz frisch zurück vom ESC. Wie war es dieses Jahr? Schlimmer als sonst oder besser als sonst? Schlimmer. Es ist erstens nie schlimm. Es ist immer interessant, spannend. Mhm. Und es war viel spannender und interessanter, als ich gedacht hatte, weil ich in Kiew ja schon mal war, 2005. Mhm. Dachte ich, naja, gut, muss man da wieder hin. Aber das Land hat sich sehr gewandelt. Kiew hat sich sehr gewandelt. Es ist wirklich eine aufstrebende Stadt, trotz dieser ganzen Probleme, der Bürgerkrieg im Osten, dann dieser ständige Druck von Russland, die wirtschaftlichen Probleme. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr spannende, interessante Stadt mit viel Aktionen, viel Kulturleben, tollen Restaurants, also einem aktiven Leben. Und insofern war ich freudig überrascht. Das war ganz, ganz toll. Ich war auch ein paar Tage, zwei, drei Tage früher da. Insofern konnte man das auch kennenlernen. Denn wenn dann der ESC beginnt mit den Halbfinals, dann ist praktisch keine Zeit mehr, sich irgendwas anzugucken. Glaube ich. Man geht jeder Tag, ist dann da ist voll durchgeplant. Dann ist dann nur in der Halle oder im Hotel was schreiben oder so und dann hin und her fahren. Das ist dann der ganze Tag. Welchen Stellenwert hat das dort, diese Veranstaltung? Groß, riesig natürlich. Weil erstens hat man sich gefreut zu gewinnen, ganz einfach. Mhm. Dann mit einem Lied, das auch noch doch relativ politisch war. Es war ja ein historischer Vorgang, der da beschrieben wurde in dem Siegerlied von Jamala. Und der bedeutete für die Ukraine sehr, sehr viel. Sie wollen einfach demonstrieren, dass sie ein unabhängiges, freies Land sind, eben nicht mehr unter der Sowjetherrschaft und möchten das auch beweisen nach außen hin. Und insofern hat das einen riesigen Stellenwert für die gehabt, ja. Ist ja quasi auch die Möglichkeit schlechthin, dieser Song Contest überhaupt mal so breite Werbung zu machen, auch für die Entwicklung eines Landes. Ja, das wird ja von vielen Ländern auch benutzt. Das merkte man früher immer. Da gab es immer in den Filmen, die es dazu gab, Fremdenverkehrswerbung praktisch. Das ist also in Ländern, wie Schweden oder so nicht notwendig. Ja. Aber selbst als Österreich es veranstaltet hat vor zwei Jahren, da waren ja diverse Bilder von österreichischen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Also das ist natürlich eine Darstellung, die dann da möglich ist, die nimmt man gerne mit. Aber es ist natürlich auch für den nationalen Stolz für diese Länder extrem wichtig. Man merkt das auch, wenn man mit Künstlern oder auch Mitarbeitern aus anderen Ländern, also nicht unbedingt aus den westlichen, sondern aus den östlichen, neueren Ländern, neueren Teilnehmerländern redet, wie wichtig das für die ist, um das Land zu zeigen, sich zu präsentieren. Mhm. Extrem wichtig. Wie wichtig ist Ihnen die ganze Veranstaltung geworden? Oder jetzt nach 20 Jahren stellt man da sich selber manchmal die Frage, wie lange mache ich das noch? Oder? Also mir macht das extrem Spaß und es ist ja nicht eine dauerhafte Betätigung. Es ist ja einmal im Jahr eine Woche. Das Highlight des Jahres. Ja, also ein Highlight. Ja. Und insofern ist es immer wieder eine Mischung aus Erfahrung. Ach so, ja, so ähnlich ist es ja immer. Mhm. Es gibt immer Dinge, die gleich sind oder ähnlich sind, aber immer wieder neue Dinge, neue Songs, neue Künstler, manchmal auch neue Kollegen. All das ist immer wieder neu. Also mir macht das immer noch Spaß, obwohl ich damals 97 ja eigentlich sehr überraschend dazu gekommen bin. Wieder. Jürgen Meyer-Bär war damals zuständig, der Redakteur beim NDR, der eigentlich das erst gerade übernommen hatte, 96. Da hatte Deutschland einen Tiefpunkt, durfte gar nicht teilnehmen. Es war eine Rotation damals am Werke, weil es wurden schon zu viele Länder für einen Wettbewerb. Halbfinals gab es nicht. Mhm. Und da musste Deutschland aussetzen, 96. Und dann fragte mich Jürgen Meyer-Bär, ob ich das nicht kommentieren wollte. Mhm. Ich hatte mit ihm vorher große Rock-Events wie Live Aid oder das Konzert. Habe ich gelesen. Für Nelson Mandela hatte. Er hatte das moderiert fürs Fernsehen. Und daher, wir kannten uns gut. Und dann hat er mich gefragt und ich habe erst gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, das ist ja nicht unbedingt so meine Welt. Denn damals in den 90ern war der ESC noch ein richtiger Schlagerwettbewerb. Ja, ne? Stimmt. Also mit sehr, sehr traditionellen, auch sehr guten Songs. Aber, aber oft war das schon eine Veranstaltung, die eigentlich so nicht meinem
meinem Geschmack oder auch meinem dem entsprach, was ich sonst machte. Ich machte eben, ich mache Rockmusik, Popmusiksendungen, Soulmusiksendungen hier beim NDR seit vielen, vielen Jahren. Insofern war das für mich echt ein bisschen seltsam. Aber dann habe ich gedacht, mein Gott, das ist erstens in einer interessanten Stadt, in Dublin war das. Und dann dachte ich, da fährt man dann auch gerne mal hin. Und dann ist es auch ein Wettbewerb. Also es ist ein Live-Event, den man kommentieren kann. Und das ist immer spannend. Ja, also da ich nicht Sportreporter werden konnte, dann war das wenigstens der Ersatz. Das ist ähnlich, ne? Im Prinzip, ja. Es ist ja ein bisschen so, ne? Und wenn das Ergebnis gut ist, dann freut man sich umso mehr, ne? Und wenn das Ergebnis nicht so gut ist, ich fing damals gleich mit dem 18. Platz an. Das war eine der Ralf-Siegel-Produktion. Da waren es 23, glaube ich, oder 24. Und Bianca Schomburg hieß die Sängerin. Der Titel hieß Zeit. Aber der Titel hat die Zeit nicht überdauert. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, muss ich sagen. Wie sind Sie damals? Wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück. Den ESC, wir gehen vielleicht noch ein bisschen ausführlich darauf ein, weil wir auch alle Fans davon sind. Auch da habe ich eigentlich noch 1000 Fragen. Also wenn nicht an Sie, an wen dann? Sie sind jetzt über 40 Jahre. Wann kamen Sie zum NDR? Anfang der 70er? Ja, also ich habe angefangen, die ersten Sendungen zu machen, 69, 70. Das waren so Fernsehbeiträge. Die erste Radiosendung, die ich live moderiert habe, war 74. Über den Redakteur Klaus Wellershaus, der leider im letzten Jahr verstorben ist, über den bin ich da hingekommen. Und das war ein ganz komischer Kontakt. Ich hörte seine Sendung. Was ungefähr die Zeit? Das ist eine Zeit, da haben wir, glaube ich, Live Aid im Radio übertragen. Und das war das war in den späten 70ern, Anfang 80er war das. Ja, so ganz stark an einen Schlagersänger. Petri, ne? Ja, eventuell, damit hatte ich aber dann doch nichts zu tun. Nee, mein erstes Kennenlernen von Wellershaus war also 68. Ich hatte ihm einen Brief geschrieben, weil ich irgendwas verbessern wollte in seiner Sendung. Hatte er nicht so genau gesagt, oder ich fand es jedenfalls, ich glaube, ich hatte sogar recht. Ja. Habe ich ihm geschrieben und da hat er zurückgeschrieben, einen richtigen Brief. Man könnte sich doch vielleicht mal treffen, dann haben wir uns getroffen und dann haben wir geredet über Musik. Ich ging dann ein Jahr nach England und habe ihm dann auch immer so kleine Berichte oder Informationen aus England geschickt, war dann auch zu Gast in seiner Sendung als Gesprächspartner. Und irgendwann fragte er dann, wir haben jetzt diese Sendung Musik für junge Leute, die hier im Norden einen legendären Status hat, die wollen wir jetzt live machen, die wollen wir nicht mehr von Bändern fahren, wie früher das üblich war, sondern es wird von Vinyl, von Platten live direkt gefahren, direkt gefahren und dann vom Moderator selber gesteuert. Genau, selber ist alles selbst gemacht und und dann braucht er einen Moderator und dann seitdem sende ich da auf NDR2 und anderen Kanälen. Und irgendwann später, ich war da lange als freier Mitarbeiter tätig, wurde ich dann Redakteur und auch verantwortlich für Sendungen wie den Nachtclub. Das ist eine Musikspezialsendung, wirklich auch immer noch das Autorenradio aufrecht erhält. Also Musikjournalisten, die über ihre Sachen erzählen, über ihre Dinge, die sie vorstellen wollen. Und nicht eben nach einer programmierten Musikuhr das fahren, sondern einfach, weil sie Interesse an Musik haben und das auch an die Hörer weitergeben wollen. So, das war so mein Einstand, machte aber gleichzeitig dann auch über Klaus Wellershaus bei Horst Königstein, einem sehr, sehr bekannten Fernsehredakteur und Regisseur, bei der Sendereihe Sympathy for the Devil mit. Das war eine jugendkulturelle Serie, 10 Folgen über die Bedeutung von Popkultur für Jugendliche. Und das war Anfang der 70er Jahre. Und da lernte ich dann auch als Fernsehmitarbeiter viele Leute kennen. Wir interviewten dann Künstler wie Rod Stewart oder Maggie Bell. Ich habe ein paar Bilder davon zusammengesucht, tatsächlich auch aus dieser Zeit. Rod Stewart ist, glaube ich, auch dabei, kommen wir gleich mal. Und Bootsy Collins und hier Yoko Ono. Yoko Ono, das war ein Jahr nach John Lennons Tod, kam sie nach Hamburg und hatte ein Album gemacht und das stellte sie vor. Und da habe ich ein sehr langes, sehr interessantes Interview mit ihr gemacht, das auch in anderen Sendern in Deutschland lief. Und der
ein ganz, ganz erstaunliches Ereignis für mich, weil ich so ein großer Beatles- und John Lennon-Fan war. Und man hatte ja auch immer Vorurteile gegenüber Yoko Ono, weil es hieß ja, die hätte damals die Beatles auseinandergebracht. Stimmt. Und so weiter. Und die war eine super herzliche, unheimlich tolle Frau, die wirklich so befreit auch erzählt hat und so. Das war wirklich ein Erlebnis. Also hat sich auch Zeit genommen für die. Ja, das waren anderthalb Stunden, die wir da redeten, und das war also schon ganz toll. Ganz toll, wirklich. Das sind natürlich so Begegnungen, die bleiben. Ja. Sind aus solchen Begegnungen auch jemals nähere Freundschaften, Kontakte entstanden, oder sind das so, dass man, wenn man sich trifft, erinnert man sich aneinander? Es ist ganz komisch, gerade bei Yoko Ono bekam ich 3 Monate später einen Brief aus New York, und da war dann von dem Hausfotografen von Bob Green, heißt der, der hat ganz viele legendäre Beatles und John Lennons Fotos gemacht, der war damals dabei gewesen in Hamburg und hat ein Foto gemacht. Und ich dachte, naja gut, das Foto wird dann irgendwann verschwunden sein. Nein, in diesem Umschlag aus New York war das Foto, hinten drauf liebe Grüße Yoko, und hat das Foto geschickt. Das fand ich also ungewöhnlich, also das ist auch nicht normal. Eine kleine Auszeichnung, ne? Das ist wirklich schön. Wie viele Interviews wird die und gegeben es gab haben. Dann noch so eine andere Begegnung mit Joni Mitchell, das ist eine amerikanische kanadische Singer-Songwriterin, die auch, sag mal, die man, wenn man die zweimal interviewt hat und dann beim zweiten Mal schon, ach, dann, wenn sich Leute dann erinnern, ist es ja schön. Also bei Keith Richards, den habe ich 2-mal interviewt, da war die Erinnerung dann nicht mehr so groß, aber das liegt vielleicht an anderen Dingen. Aber nein, es gab auch Begegnungen, die dauerhaft sind. Die amerikanische Sängerin Bonnie Raitt, 10-fache Grammy-Gewinnerin und so weiter, die lernte ich Ende der 80er Jahre kennen, und wir treffen uns immer, wenn sie in Europa ist, immer wieder und schreiben E-Mails. Und also das ist echt beinahe freundschaftlicher Kontakt geworden. Und das ist natürlich besonders schön, weil ich ihre Musik verehrt habe. Und sie war in meinen Sendungen und hat sich auch immer sehr bedankt dafür, dass man auch was für Blues und Musikstile macht, die nicht so unbedingt gang und gäbe und Mainstream sind. Ja. Also ist das tatsächlich auch für die dann immer schön, das darlegen zu können? Und gerade wenn es dann ein angenehmes Gespräch ist, dann... Ja, wenn das angenehm ist, ja, dann... aber es ist selten eigentlich, dass daraus so ein persönlicher Das kann man auch nicht planen. Ne? Das ist auch normal. Das ist für die ja auch Arbeit. Ja. Promotion, Arbeit. Es sind manchmal eben, wenn man merkte, dass die Interviewten sich freuen, dass sie mit einem reden, der ein bisschen weiß, wovon er redet. Der hat auch Interesse mit mir. Erstens, der vielleicht Englisch gut kann oder mit dem sie sich gut verstehen können. Und ich habe mitbekommen auch, es gibt ja manchmal diese Roundtable-Gespräche, wo dann 5, 6 Journalisten an einem Tisch sitzen und der Künstler. Und dann merkt man manchmal, was für Fragen eigentlich gestellt werden. Und dann ist man echt verblüfft. Und man merkt, warum die Künstler manchmal richtig genervt sind von diesen Interviews, weil sie echt auf Dinge antworten müssen. Die Eric Clapton wurde gefragt, welche Lieblingsfarbe er hat und solche Sachen. Da habe ich dann gedacht, oh, gibt es vielleicht was anderes zu besprechen hier? Ne? Und so solche Dinge sind echt albern. Ne? Ja, das ist natürlich wirklich, das ist ein super Beispiel für eine alberne Frage. Ja. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ja, vielleicht. Ja. Ich würde sagen Bordeaux. Ah, Bordeaux. So ein Typ. Okay. hat das Radio jemals die Chance, wieder so einen Stellenwert zu haben? Ja. Also das Fernsehen hat ja im Prinzip schon kaum noch einen, von meinen Freunden zumindest, sagen wir mal, bis auf große Live-Events wie im ESC oder Schlag den Raab oder sowas, was es ja noch mal zeitlang gab. Aber im Prinzip guckt keiner mehr Fernsehen. Das Radio nimmt man auch nicht wahr. Im Auto gibt es ganz viele Sender, die alle das Gleiche machen, wo gar keine richtige Moderation stattfindet. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Und wie die ist nicht schön, die ist auch nicht so richtig verständlich, ehrlich gesagt. Es gibt aber auch Sender, Städte, Gegenden, zum Beispiel Berlin gibt es eine sehr gute Radiolandschaft, Radio 1 und das Radio stimmt. Fritz, selbst beim WDR, ich finde WDR, entweder das Inforadio, das ich beim NDR zum Beispiel höre, NDR Info, beim WDR finde ich aber auch 1Live nicht ganz so schlecht, also ich meine gut. Aber das ist nämlich die große Gefahr, dass die Leute heute über die Streamingdienste sich ihr eigenes Musikprogramm machen können, zu jeder Stunde, überall wo sie sind. Und das könnte eintönig sein, aber kann auch spannend sein, weil
weil dadurch sie Musiken kennenlernen, auch über Playlisten von anderen Leuten und so. Meine Tochter kommt dauernd zu mir und sagt, hier, hast du das schon gehört? Ich habe das und das gehört. Ich sage, ja, das ist ein uralter Titel, den habe ich früher immer gespielt. Oder den Titel habe ich vor 4 Wochen in meiner Radiosendung schon gespielt. Aber nein, oder sie sagt mir was ganz Neues, das ja, ich nicht kenne. Ich, ja. Irgendeine kleine amerikanische Singer-Songwriterin, von der kein Mensch was gehört hat, aber die trotzdem gut ist. Ne? Das ist eine große, tolle Chance und dadurch aber auch eine große Gefahr fürs Radio, weil jeder macht sich sein eigenes Programm. Ja, mach Programm. Ich auch. Also ich höre gar kein Radio. Und Radio hat nur noch eigentlich so Verkehrsfunkzweck, wenn man unterwegs ist. Ja. Ne? Aber da kann ich mit meinen Sendungen immer noch nur gegen ansteuern. Ich mache immer noch einmal die Woche bei NDR 2 eine Sendung mit Neuvorstellung, wo ich aussuche, was neu erschienen ist. Und auch ein bisschen darüber erzähle? Auch erzähle darüber. Und die Leute, man merkt es immer wieder auch an den Reaktionen, sind dann doch schon dankbar, wenn da einer was aussucht, den sie kennen, dem sie vertrauen. Ja, und wo sie dann wissen, ah ja, auf da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das gucke ich mir mal an oder das besorge ich mir, egal wie, als Download oder kauf das oder so. Ja. Da sind die Leute schon sehr dankbar. Genau beim Nachtclub, das ist auch noch eine Sendung, wo speziell interessierte Menschen zuhören. Das sind natürlich nicht so viele. Mhm. Als nebenbei, Medium ist Radio, ja, hat immer noch eine große Einschaltquote, erstaunlich. Also ich bin selbst durch überrascht die Autofahrer gewesen. Aber doch noch. Ich weiß nicht, wieso, also extrem hohe Einschaltquoten immer noch, aber ich sehe die Gefahr als sehr, sehr groß an, dass jüngere Leute gerade einfach den Draht dazu verlieren, weil sie eben durch die anderen Medien, die ich eigentlich ja nicht so, ich finde Streamingdienste eigentlich überhaupt nicht gut, weil sie die Musik nicht dementsprechend bezahlen, wie sie eigentlich bezahlt werden sollte. Richtig, das ist ein anderer Punkt. Also ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil irgendwelche Plattenfirmen oder Verlage haben damals mit Spotify und den anderen so geringe Bezahlungen ausgemacht, dass du 3 Millionen Mal gestreamt werden musst, um irgendwie 1.000 Euro zu verdienen. Ich meine, wovon sollen die Platten, Studios, Produktionen bezahlt werden? Junge Musiker müssen, um Musik zu machen, nebenbei einen Kredit aufnehmen. Ja. Und das ist, finde ich, so fast schon fatal. John Fleming Olsen hier vor ein paar Monaten. Ja. Der hat jetzt gerade eine neue CD rausgebracht, die hat damit Crowdfunding. Ja, zum Beispiel. Es gibt keine Plattenfirmen mehr, die, sagen wir mal, die Produktion bezahlen, was praktisch vorschießen, einen Vorschuss geben und dadurch die Produktion möglich machen. Nein, es muss über Crowdfunding gemacht werden, was ja eine tolle Sache ist. Aber es beschränkt die Leute auch. Also junge Künstler können praktisch schwer von Musik leben. Und das ist ein trauriger Zustand. Leute, die Leidenschaft für Musik haben und die ihre Karriere aufgeben, die eben nicht studieren, die eben nicht ins Büro gehen und von 9 bis 5 arbeiten und dann ihr Geld und ihre Rente und ihre Pension oder so weiter verdienen, sondern die wirklich Mut haben, Musik zu machen und weil sie einen künstlerischen Drang haben, die werden nicht belohnt dafür. Und das finde ich das Fatale an denen. Früher war es der Download, der umsonst gemacht wurde. Heute sind es die Streamingdienste, die wirklich so wenig Geld zahlen, dass keiner davon leben kann. Nutzen Sie selber einen Streamingdienst? Nee. Okay. Aber meine Kinder. Ja. Nee, ich selbst nicht. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein... Nee, außerdem habe ich es nicht nötig, weil ich kriege noch immer alle möglichen CDs, Zugänge. Zu Hause. Okay, ja. Und ich habe also auch keinen Sender, sonst mir alles weiß irgendwo aus dem Archiv holen dann oder so. Aber aber trotzdem, ich bin nicht so der typische Kunde. Ich finde es ganz toll für die Erweiterung des Musikgeschmacks, auch meiner Kinder und anderer Leute. Aber ich sehe auch die ökonomische Komponente. Ja. Ja. Nicht für so den schön Endverbraucher ist es eine super Sache. Super. Und für die Musiker gar nicht. Ne? Nee, überhaupt nicht gut. Ja. Sprechen Sie auch in Interviews mit Musikern darüber, über diese Entwicklung? Ja. Aber also, und die sehen das so ähnlich eigentlich. Die sagen auch, es ist zwar gut, damit Sachen verbreitet werden können, auf eine sehr neue, eine sehr, sehr effektive Art und Weise. Aber wie gesagt, die Bezahlung und dadurch eben die Verlagerung auf Live-Konzerte, der Ersatz praktisch sind. Viele Künstler leben ja nur noch von den Auftritten. Aber das geht auch nur bei bekannten Künstlern. Bei Unbekannten ist das nicht so einfach. Ja. Es gibt trotzdem noch einige, die auch noch richtige Platten verkaufen. Das sind aber immer dann die ganz großen Namen. Ja, die großen, die machen es ja immer noch. Ja. Ne? Und die kriegen also auch so viele Downloads und so viele Streamings, dass die davon auch gut leben können. Ne? Aber nein, es geht mir mehr um die Neuen, die jungen Talente, die da wirklich nicht mehr so die Welt offen haben, wie sie früher mal war. Wonach suchen Sie denn für Ihre Sendung Neuerscheinungen aus? Also, wo kriegen Sie das mit, dass es die gibt?
Ja, erstens wird man informiert von Verlagen, Plattenfirmen und so weiter. Mhm. Dann, wenn das nicht ausreicht, dann liest man Sachen, auch in Fachmagazinen. Ich lese ständig britische Zeitschrift Mojo. Mhm. Und dann über andere Wege auch, was man so mitbekommt. Und dann ist meistens schon so viel da, dass man das alles gar nicht in eine Sendung packen kann. Und dann suche ich aus, ich höre mir das an und sage, das ist interessant. Und ich habe ehrlich gesagt so ein Bauchgefühl, es muss mir auch gefallen. Mhm. Also ich stelle manchmal Sachen auch vor, die wichtig sind, die nicht unbedingt meinem Geschmack hundertprozentig entsprechen. Ich rede dann auch manchmal darüber, auch über die Art und Weise, wenn jemand eine schlechte Platte gemacht hat, dann kann man das auch sagen und dann tue ich das auch. Man muss nicht alles gut finden und alles promoten. Aber ich suche schon im Grundsatz zu 90% aus, was auch mir persönlich also gefällt. Also sehr viele Empfehlungen quasi. Ja, genau. Und dann ist es so viel gute Musik da. Ich muss jetzt nicht dauernd Sachen spielen, die ich runtermache und dann sage, das ist aber wieder ganz schlecht oder so. Das läuft schon von selbst. Ja. Sachen, die vielleicht nicht so toll sind. Nehmen wir an, die Leute vertrauen Ihnen auch alle? Ne? Ja, viele. Ja, ich glaube schon. Ja, manche sagen vielleicht, ja, vielleicht denken die, auch der ist ja wieder, halten das für man nennt das altklug oder Sachen, wenn man was erzählt, der sagen wir mal, Sachen sagt. Aber ich finde, man kann das schon mal sagen, wenn jemand sich einfach keine Mühe gegeben hat und einfach nur sich immer wiederholt und so, dann kann man das auch mal sagen. Das ist dann, denke ich, auch Aufgabe, auch das zu bemerken. Finde ich eigentlich auch, und auch anzusprechen. Wie ist denn Ihre Popularität nach so vielen Jahren NDR durch den ESC verändert worden? Ja, ganz komisch. Im Norden kannte man mich ja nur über die Radiosendung. Ja. Also an der Stimme wurden Sie wahrscheinlich schon tausendmal erkannt. Ja, im Norden war das normal. Ja. Aber dadurch ist es eben durch die bundesweite Verbreitung des Fernsehens ist das nun aufs ganze Land verteilt worden. Mhm. Und also wenn ich in München im Supermarkt stehe, dann kann es auch sein, dass die Verkäuferin sagt, doch, Sie sind doch der oder so und so. Was mich schon wundert, man ist einmal im Jahr zu hören. Und das hat sich dann so da eingeprägt. Das wundert mich schon und kommt aber vor, auch eben, weil man 20 Jahre das macht, man ist dann so eine Größe, eine bekannte Marke bei den Leuten im Ohr und die assoziieren das damit. Mir ist es immer ein bisschen komisch oder nicht peinlich, weil ich den ESC auch mag als Wettbewerb, dass ich nur darauf dann reduziert werde, was ja logisch ist, wenn ich irgendwo im Südwesten oder in Berlin oder so, wo ich sonst als Radiomann nicht zu hören bin, nur so erkannt werde oder assoziiert werde mit dem ESC. Mhm. Ist ja verständlich, aber dann sage ich, ja, ich mache ja eigentlich auch noch was anderes. Werden Sie öfter mal gefragt, was machen Sie eigentlich den Rest des Jahres? Ja, sicherlich, klar, natürlich. Das ist so die Standardfrage. Und dann wieso, ich bin anderes. Die ganze Zeit am Arbeiten, schalten Sie doch mal NDR ein. Ja gut, das können die ja, mittlerweile geht's ja. Ja, mittlerweile, aber da musst du erst mal drauf kommen und so. Warum soll man von seinem SWR 3, den man sonst hört oder so, nur auf einmal NDR 2 einschalten, wo dann vielleicht einmal in der Woche eine Sendung ist, die einen interessiert. Ja, das ist richtig. Das ist nicht zu erwarten. Wie sehr war denn zu erwarten, dass sie dieses Jahr so ein außergewöhnliches Lied gewinnt? Ja, ESC? Das war echt eine irre, wunderbare Überraschung. Auch für Sie, auch der das jetzt schon Tage mitgekriegt hat. Wird, bevor Sie antworten, vielleicht einmal ganz kurz reingucken, damit auch die es nicht gesehen haben, zumindest sich vorstellen können, was ich damit meine, die so ein Lied. Sonst sitzt man meistens eben am Ende der Halle ganz oben und guckt runter. Letztes Jahr in Schweden, im Globen in Stockholm war es ganz schön. Da war unter uns war dann der Green Room. Man konnte also gucken, was sie da trinken. Ja. Oder in Düsseldorf damals im Fußballstadion. Da war man so weit weg von der Bühne, dass das ganz oben hinten war und ungefähr 100 Meter mindestens zur Bühne. Mhm. Hier war es wirklich, man war vielleicht 20, 30 Meter neben der Bühne und konnte sehen, was passiert, wenn da umgebaut wird. Mhm. Manchmal während der Songs, dann zum Beispiel
wenn man sich an Aserbaidschan erinnert, da war eine große Tafel, auf der mit Kreide geschrieben wurde. Und hinter der Tafel waren dann Menschen, die dann nach vorne kamen. Und dann gab es, dann Bühnenarbeiter liefen auf die Bühne, holten was runter, während die Nummer lief und so. Also das war ganz klasse. Also logistisch muss das ein Riesenaufwand sein. Ein Riesenaufwand. Ne, wo, also es ist mir schon klar, dass man da auch als Künstler, das fand ich ja immer ein bisschen schade bei solchen Sachen, dass die da gar keine Möglichkeit haben zu improvisieren oder so. Da ist wirklich jeder Blick mit jedem Licht, mit jedem Kameraschnitt vorbereitet. Wo wir gerade beim Thema waren, der Portugiese, Salvador Sobral, hat nicht einmal das Lied gleich gesungen. Und das habe ich noch nie erlebt. Beim ESC siehst du immer viele Proben und du siehst dir die ganzen Durchläufe an, Generalproben, Sendungen. Und die Künstler singen meistens immer dieselbe Version, genau, weil das ist ja auch abgestimmt mit der, mit der Fernsehtechnik. Ja. Und so wird es eigentlich erwartet. Ja. Und der Portugiese, weil er eben eigentlich ein Jazzsänger ist, hat gesagt, ich kann das nicht immer gleich singen. Der hat sich da zwar hingestellt, aber der Auftritt war ja auch sehr simpel und einfach, steht da. Und hat immer wieder eine neue Version von diesem Lied gesungen. Und, aber wunderschön, jede Version grandios. Und für mich war das so eine fantastische Überraschung. Mhm. Ich hatte vorher das Lied schon gehört natürlich und fand es wunderbar, habe aber gedacht, nee, also das ist zwar eine große Ausnahme, kann aber, glaube ich, nicht ganz vorne landen. Aber da habe ich mich getäuscht. Ausnahmslos, ne? Aber da habe ich mich getäuscht. Es ist wunderbar bei den Jurys, beim Publikum, in Nord, in Süd, in Ost und West, überall die meisten Punkte. Und das finde ich so eine tolle Entwicklung. Ein Lied, das komplett untypisch ist für Mainstream-Pop, das was ganz anderes ist. Eine Mischung aus Brasilianisch, Portugiesisch und Jazz. Und das bei so einem Wettbewerb, wo sonst immer laut mit Feuerwerk, wie der Künstler auch sagte, ich mache eben keine Feuerwerk. Ja, die Message dahinter war toll, ne, am Ende. Einfach, genau, tolle Message, dass es eben keine Wegwerfmusik ist. Ja. Und das fand ich so ein tolles Zeichen. Und sowieso, dieser ESC war eine wunderbare Entwicklung, weil unter den ersten 10, da finden wir so ein wirklich fantastisches Lied wie die Belgierin. Also das war ein ganz, ganz spannendes, das man eigentlich Indie-Pop nennen könnte. Belgien, Ungarn mit so einer Art ungarischem Rap und Norwegen mit so einer DJ-Nummer, Italien mit so einer ungewöhnlichen Nummer und dann auch selbst der Bulgare, der Zweiter geworden ist, Eine R&B-Ballade, aber auch fantastisch performt, also toll gesungen. Ja, und auch Respekt, überhaupt das so hinzukriegen. Ganz toll. In dem Alter, ne? Ja, mit 17. Und selbst diese komische Nummer aus Moldawien mit diesen Saxophonspieler und diesen tanzenden Männern, kann ich auch verstehen, warum die Leute das gut finden. Hat einfach Spaß ausgedrückt. Also die Bandbreite musikalisch war so groß und diese typische Mainstream-ESC-Musik, die gab es eigentlich nur von Schweden zu hören, Nummer 5. Das war eigentlich der schlechteste Titel, der da in den Top 10 war, der also einfach nur so ein normaler 0815-Nummer war mit einer guten Performance da mit den Models. Haben Sie ein Gefühl dafür, gerade weil Sie auch schwärmen so von den ganzen anderen Titeln, auch schon gehabt, dass das für Deutschland jetzt wieder zum dritten Mal zumindest eine Folge ganz schlecht ist? Hatte ich wirklich nicht. Erstens, weil ich die Sängerin ganz toll finde. Die hat sowas von klasse gesungen, hat gestrahlt. Und dass der Song nun vielleicht nicht... Also ich fand den Song aber auch nicht schlechter als viele Songs, die, sagen wir mal, auf Platz 14, 15 oder 20 gekommen sind. Da sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Insofern verstehe ich diese Punktvergabe dann doch nicht so richtig. Aber mein Gott, es wird Gründe geben. Es ist auch verdammt schwer. Ich möchte ehrlich gesagt nicht den Job haben, das auszusuchen. Denn aus so vielen Möglichkeiten und Liedern dann diesen Song auszusuchen, der dann beim ESC mit 42 Teilnehmerländern, mit 42 Jurys, mit dem Publikum aus 42 Ländern, der dann ein Hit ist, das auszusuchen, ist echt schwierig. In dem Zeitpunkt, wo man das aussucht, weiß man wahrscheinlich auch noch gar nichts von der Konkurrenz? Oder ist das natürlich nicht, schon, nee, darf man, kann man ja auch nicht. Ich würde gerne mal von Levina auch schon einen Ausschnitt zeigen. Ja. Die kam mir auch ein bisschen heiser vor. Also wir gucken mal rein, ganz kurz. Glaube ich auch schwer. Das ist jetzt vom Finale das, förmlich. Ja, also ich muss eins sagen, sie hat bei jeder Probe, bei jeder, auch beim Juryfinale, das ist am Abend vorher, am Freitag, da beurteilen die Jurys, sie hat immer brillant gesungen, aber ich gebe zu, dass sie beim Finale an zwei Stellen
ein bisschen kratzig war. Vielleicht war sie einfach überanstrengend über diese ganze Woche. Mit Sicherheit. Aber das hat es, glaube ich, dann auch nicht ausgemacht. Anscheinend ist der Song nicht so gewesen, dass er irgendwie beim Publikum gefunkt oder bei den Jurys gefunkt hat. Das ist aber schwer vorauszusagen. Es waren 69% der deutschen Fernsehzuschauer bestimmt oder gewählt, dass der Song teilnehmen sollte. Aber mein Favorit war eigentlich der andere, Wildfire. Die Zuschauer hatten gewesen. Gar nicht so viel Auswahl in dem Moment. Die hatten nur Auswahl von zwei Songs. Genau. Insofern ist. Und das Ding war auch noch so: Diese Songs mussten von 5 Sängern gesungen werden. Ja. Man muss vielleicht überlegen, ob es, wenn man schon einen Sänger aussucht, man auch dann für den persönlich einen Song aussucht, der dann nur von dem Künstler gesungen wird. Also die Auswahl ist wirklich schwierig und ehrlich gesagt fand ich doch sehr traurig für die Sängerin, die wirklich einen ganz tollen Job gemacht hat. Manche Leute fanden den Auftritt zu kühl. Mir fehlt da so ein bisschen, es sah sehr elegant aus, sehr toll aus, eben nicht so bunt und farbig wie die anderen. Also ich glaube, es sollte auch so bewusst etwas reduziert sein, trotzdem auf den Punkt da ein bisschen pompöser wirken. Ja, also ist das in der Halle anders? Jubeln die bei jedem Song gleich, dass man denkt, ja, das ist ja auch bei uns gut gelaufen? Oder? Ja, die haben da zum Beispiel bei dem Song sehr, sehr gejubelt. Aber das kann man nicht als Gradmesser nehmen. Das ist eben ein Publikum, das ja kein Querschnitt ist, sondern das sind Fans und Leute aus ganz Europa plus Ukraine und so. Also ich war natürlich enttäuscht, weil ich ehrlich gesagt würde ich gerne mal wieder ein Ergebnis kommentieren, wo es mehr Punkte gibt. Ne? Denn das ist nicht schön, wenn man da sitzt und man kann ja auch nicht die ganze Zeit sagen, ja, Deutschland hat wieder nichts gekriegt, dann sag mal lieber gar nichts. Ja, es ist auch schwierig, ne? Dann zu sagen, vor allem dann nach Erklärungen zu suchen, die ich dann auch nicht habe. Die ich dann auch nicht habe, weil ehrlich gesagt, ich kann das so ganz nicht begreifen. Also es hätte auch Platz 18 oder 17 oder 15 sein können, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt mal für Sie, weil Sie auch gerade sagen, Sie können das nicht begreifen, Sie haben eine ganz schwere Aufgabe, wenn die Sendung zu Ende ist, danach noch die Live-Schaltung zur Reeperbahn. Ganz furchtbar. Wir gucken mal rein, was Sie da so sagen. Ja? Dass ich es nicht verstehe. Genau. 3 Jahre hintereinander. Reicht ja, so jetzt, komprimiert ne? Sieht das natürlich ganz witzig aus. Ja. Vor allen Dingen, ich meine, was soll man sagen? Weil ehrlich gesagt, ist es nicht mein Job, hier nun groß rumzukritisieren an diesen Auftritten, an denen es auch nichts zu kritisieren gab. Eindeutig waren es die Songs auch, die einfach, bei Jamie Lee war es eventuell auch das Outfit im Nachhinein. Dieses japanische Manga-Girl hat Europa, glaube ich, nicht richtig begriffen, was das sollte. Also was kann man ja nicht wissen, ne? Aber das weiß ich, ja gut, das kann man auch nicht wissen. Ne? Man dachte vorher, oh, das connected gut oder verbindet sich gut mit den jungen Zuschauern, aber die haben es dann auch nicht genau begriffen. Aber am Outfit hat es diesmal, glaube ich, auch nicht so unbedingt gelegen, obwohl man natürlich auch ein anderes Kleid hätte wählen können. Zum Beispiel das bei der Einlaufparade hat Levina ein spektakuläres Kleid. Aber ehrlich gesagt, ich bin kein Modekenner. Es gibt zum Beispiel einen irischen Kollegen, der fand das Kleid so sensationell, der wollte von mir den Designer wissen. Oh ja, da haben sie natürlich sofort gewusst. Dann habe ich mich erkundigt, habe ihm das gesagt und der hat dann in seiner Sendung den Designer erwähnt und so, weil er das Kleid von Levina so Weltklasse fand. Und es gab dann auch Punkte aus Irland, wer weiß, ob das dann auch was genutzt hat. Ne? Kann sein. Aber ehrlich gesagt, ist natürlich, man steht da echt ein bisschen doof, aber diese 3 Ausschnitte sind natürlich so, dass ich nächstes Jahr vielleicht mal wieder was anderes sagen möchte. Ja, ne? Genau. Wäre ja mal gut. Schön. Könnte es sein, dass so zwei Aspekte habe ich, die ich gerne mal von Ihnen, wo ich gerne mal hören würde, was Sie dazu sagen. Kann es ein Nachteil sein, dass Deutschland in den Vorfinals nicht auftaucht? Dass die eingefleischten Fans das gar nicht richtig, oder die werden es vielleicht, die eingefleischten Fans schon, aber so die Zuschauer, die sich halt schon das gerne angucken im Vorfeld, dass die das noch gar nicht kennen? Und kann es auch ein Nachteil sein, dass das so unbekannte Sängerinnen sind, die zumindest noch gar nicht so viel Erfahrung mitbringen in den letzten Jahren. Abgesehen von Lena, da kommen wir natürlich gleich noch. Aber sind das so zwei Aspekte, war ja dass man... auch eine Schülerin. Also ja, genau. Das war jetzt ein Gegenbeispiel. Aber kann das sein? Diese wenige Präsenz? Also ehrlich gesagt, fand ich, in diesem Jahr hat sich Levina so dargestellt, dass ich dachte, mein Gott, ist die hier schon Jahre dabei? Weil die war nicht einmal nervös. Die hat immer wirklich unheimlich konzentriert und perfekt gesungen. Also daran konnte es nicht liegen. Okay. Sagen wir mal so, ein super erfahrener Profi würde bei unwichtigen Proben nicht mit Vollgas singen, um die Stimme zu schonen. Und
nur in der wichtigen Aufführung, also im Finale, würde er dann richtig das volle Gas geben. Das sind so Erfahrungswerte, die die erfahrene Sänger haben. Aber daran hat es, glaube ich, dann doch nicht gelegen. Also bei Anne-Sophie glaube ich schon, dass es daran gelegen hat. Da fehlte auch eine gewisse Ausstrahlung, weil in dem Jahr auch der Kümmert eigentlich gewonnen hatte. Und ja, das war auch noch so ein Ding. Ja. Der Kümmert hätte in Wien hätte der die Top 5 erreicht. Ja. Da bin ich ganz sicher, weil er so ungewöhnlich ist. Und der ESC zeigt ja immer wieder, du kannst nur gewinnen, einen guten Platz erreichen, wenn du was Besonderes hast. Mhm. Und in diesem Jahr war es besonders stark, dass du musst was neben dem Mainstream, was Besonderes anbieten, um erfolgreich zu sein. Und das ist, sollte vielleicht eher eine Lehre sein. Trotzdem noch authentisch sein. Ja, das muss authentisch sein. Und insofern ist es natürlich, dass dass ich glaube ich nicht unbedingt an der Erfahrung der Sängerin lag hier in dem Fall. Du hattest noch eine andere Sache davor gesagt. Dass man eine Vorentscheidung nicht dabei ist. Ach so, ja, da kann was dran liegen, dass die Leute durch die, da sind aber dann noch mal mehr, 3 Proben mehr, noch mal wieder Durchläufe. Und die Leute, die eigentlich entscheiden beim Finale, schauen ja 20 Mal so viele Leute zu wie bei den Halbfinals. Und die dann anrufen im Finale, die haben das Halbfinale auch meistens nicht gesehen. Insofern finde ich, spielt es nicht so eine Rolle. Ist für den Künstler als Erfahrungswert, um noch mehr reinzukommen vielleicht, aber nicht unbedingt fürs Publikum, denn mittlerweile informieren sich ja ganz viele übers Internet, über die ESC-Seiten, über die Songs. Mhm. Wenn du interessiert bist, wenn du Fan bist, hast du die Songs schon alle gesehen. Ja. Also insofern brauchst du dann auch das Halbfinale nicht unbedingt. Also das Halbfinale hat bei uns, gucken immer so gut 500.000, weil es läuft ja auf One, früherem 1 Festival, was viele Leute ja immer noch nicht genau wissen, dass das 1 Festival, jetzt One heißt. Ja. Ne, also das ist jetzt so. Und, aber 500.000 haben es geguckt, das ist für One eine super Quote. Ja, das glaube ich. Ja. Und, aber das Finale gucken dann eben, weiß ich nicht, 8 Millionen oder sowas, 7 bis 8 Millionen. Insofern, das ist schon ein großer Unterschied. Ein paar von den eingefleischten Fans haben mir gesagt, frag ihn mal, warum er immer das Gleiche erzählt zu dem Land in den Vorfinals und dann auch im Finale. Oh, ja, also das ist ja nun auch eine lustige... Ich schieb die Frage erstmal auf andere. Ja, also es ist so, man sucht sich Informationen über den Sänger, oder manchmal über das Land, aber meistens über den Künstler. Man sucht die Infos zusammen. Und dann gibt es das Halbfinale. Und ehrlich gesagt, warum sollte man fürs Finale, wo ungefähr 20 Mal so viele Leute gucken, den Text umschreiben? Das habe ich noch nie so richtig begriffen, warum das erwartet wird. Haben Sie diese Kritik schon öfter gehört? Ich habe das schon gehört und ich finde es aber vollkommen neben der Spur, ganz ehrlich gesagt. Ja. Weil ehrlich gesagt, das würde niemand machen. Also man würde immer wieder die gleichen sachlichen Informationen geben, der macht das und das. Ich ändere das und ändere auch manchmal... nach dem Song mache ich immer so eine kleine Beurteilung, was dazu zu sagen ist. Und das wird schon mal variiert, weil manchmal ändert man ja auch, sagen wir mal, seine Meinung, auch nach dem Halbfinale. Man erkennt doch, oh, da muss ja doch was anderes dran sein, als man vorher nicht gesehen hat. Also das ändere ich schon und da muss man mal genau darauf achten, da gibt es schon Unterschiede. Nur, ehrlich gesagt, wenn einem was richtig Witziges einfällt, warum soll man das denn einfach vergeuden, weil man's im Halbfinale schon gesagt hat. Und die weiß Gott, 500.000 nehmen wir, ziehen wir mal ab. Die 7 Millionen oder 7,5 Millionen, die das Halbfinale nicht gesehen haben, die sollen das dann nicht hören, bloß weil 500.000 Fans es schon gehört haben. Also da muss man, glaube ich, mal drüber nachdenken. Ja, ich finde das ganz normal. Die Erklärung ist ja in Ordnung, klar. Ja. Also ich glaube, man sollte es schon machen. Ich kann natürlich es einfach beim Halbfinale alles weglassen. Ich kann natürlich dann ganz sparsam reden. Ja, das ist der Beitrag nun aus Portugal. Im letzten Jahr haben sie zwar gewonnen, aber in diesem Jahr werden sie es wieder versuchen. Also eine ganz neutrale, nicht sehr informative Sache geben. Das ist auch nicht mein Job, finde ich. Ich muss die Leute auch gut behandeln, die das Halbfinale gucken. Zeichnet sie auch ein bisschen aus, dass sie auch immer so viel dazu erzählen, auch so auch mitgehen in der ganzen Nummer. Als sie das eine Mal nicht kommentiert haben vor ein paar Jahren, wegen der Hüft-OP, steht in ihrem Wikipedia-Eintrag, glaube ich, auch noch daneben, wir werden wahrscheinlich oft darauf angesprochen. Wie haben Sie das angeschaut? Wahrscheinlich? Und ja, ich war im Krankenhaus. Ich weiß noch genau. Ich war, ich, ja,
wurde operiert, 10 Tage davor oder so, und dann war ich noch im Krankenhaus, als das lief, und habe gelitten. Weil ehrlich gesagt wollte man natürlich dabei sein. Der deutsche Künstler war damals auch nicht so richtig überzeugend. War das 2009? 2009. Und das war wie hieß noch der dieses Künstlerduo? Alex Swings, Alex Oscar Sings. Alex Christensen mit seinem Sänger. Ja. Und Alex ist ein super Produzent, ein ganz toller Typ. Aber das war ein Titel, der damals eben mangels besseren Angebots zur Ehre kam, der deutsche Beitrag zu sein. Mangels besseren Angebots. Ja, sehr gut, ganz ehrlich, es war damals so. Es gab wirklich Angebote. Ich saß auch in der Jury sogar. Im Februar saßen wir da und dann wurden die Angebote durchgehört. Und ehrlich gesagt, das war dann derjenige, der es dann schaffte, obwohl keiner so richtig. Also besser wunderbar ihn als. Ja, also es waren 3 Titel von Ralf Siegel im Angebot, weiß ich noch. Aber es war alles nicht so, was einem vom Hocker. Und man dachte, das wäre dann noch das beste Angebot, war aber nicht, war auch einer der schlechteren Platz Plätze. Platz 20. Und ich, wie gesagt, ich war im Krankenhaus und schaute mir das an. Allgemein soll der ESC in Moskau nicht der spannendste gewesen sein. Insofern war ich dann im Nachhinein nicht so unglücklich. Vor allen Dingen waren Sie im nächsten Jahr, wo es ja viel interessanter das war. Das war interessanter. Waren Sie wieder, ich würde gerne noch ein paar deutsche Berichte, Auftritte einmal mit Ihnen durchgehen. Einen kleinen Ausschnitt haben wir da. Zu jedem habe ich so 1-2 Fragen bestimmt gleich parat. Wir reden so weiter, gerne. Nee. Also gerade kam der Einwurf für Cascada, hätte man lieber Labras Banda geschenkt. Mhm. Da bin ich voll der Meinung. Mhm. Obwohl ich den Titel Nackert nicht einen der besten von Labras Banda finde. Die haben so viel tollere Songs. Ja. Aber okay, wäre alles besser gewesen. Aber es gab eben diese Abstimmung, Jury, dann diese gruselige Online-Abstimmung, bei der nur die Facebook-Freunde von diesen Bands abgestimmt haben. Wer die meisten Facebook-Freunde hat die meisten Stimmen. Ja, also das war nicht so eine gute Idee. Und in der Jury gab es auch unterschiedliche Meinungen. Und da gab es eine große Lobby für Cascada. Und insofern konnten wir dann nicht weitermachen. Ja. Aber wir hatten hier tolle... Aber Cascada war ja im Prinzip eine Kopie von einem alten Lied, von dem letzten Gewinnerlied, ne? Von Lorraine, also es war im Jahr danach. Schon. Das war vielleicht so stilistisch auch nicht so ganz originell dann so einen ähnlichen Titel zu suchen. Also es ist immer schlecht, wenn im Jahr nach einem Sieger im nächsten Jahr Länder versuchen, was mit Trommeln zu machen. Oder jetzt, im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich kleine Portugiesen, also kleine Jazzsänger dann auf der Bühne sehen. Das ist doch Blödsinn, weil das kann ja nie klappen. Also Sie haben eben, als aber wir hatten natürlich hier tolle Beiträge. Genau, das sagten Sie gerade. Es waren nämlich nicht alle schlecht. Ne? Also man hat also gesehen, wie erfolgreich wir auch sein können. Mhm. Und wir waren ja auch in den letzten Jahren Lena, dann Erste, Zehnte, danach Roman Lob zum Beispiel und so, hatte auch eine tolle Platzierung. Und hier natürlich Gildo als Erster, den wir hier sahen. Also die Engländer, weiß ich immer noch, wie die damals mit solchen Augen und solchen offenen Mündern geguckt haben. Das kann jetzt nicht sein. Ja, das ist aufs Geländer gestiegen. Dieser langhaarige, zottelige Typ aus Deutschland. Ja, das, mit Kuhglocken. Das hatten die ja überhaupt nicht gedacht, dass Deutschland so viel Humor hat. Mhm. Ne, dass wir da so jemanden hinschicken. Und der noch ganz erfolgreich war. Ne? War Gildo Horn auch so ein bisschen... der Antrieb, dass sich das ändert, dass das Ganze ein bisschen verrückter wird, oder ist das Internet auch dran schuld? Das war schon ein kleiner Durchbruch. Also 1997 hatte ja schon eine Rockband gewonnen, Katharina and the Waves. Mhm. Und Deutschland hat dann auch eben Gildo hingeschickt. Und dann war auf einmal der Medienauftrieb viel, viel größer. Ich weiß, in Birmingham, auf einmal waren da über 100 deutsche Journalisten. Das war ja ganz, ganz neu. Und das war klasse. Das war wirklich, sagen wir mal, der Punkt, an dem es sich wirklich drehte. Dass die Aufmerksamkeit größer wurde, andere Musiken hier eingereicht werden konnten und gute Plätze erreichten. Das war wirklich so der Beginn. Auch mit Stefan Raab zusammen. Stefan Raab. Ne? Wenn man die Nummer heute hört, sagt man, mein Gott, die ist Fünfte geworden. Man wundert sich, weil sie ist eigentlich, sagen wir mal, nicht so eine richtig großartige Komposition. Ne? Also es ist, aber der Auftritt war richtig spektakulär, ungewöhnlich. Mhm. Auch, sagen wir mal, nicht typisch deutsch. Das fanden die in Europa wohl richtig klasse damals. Und 5. Platz, mein Gott, richtig toll. Und selbst im Jahr danach, Michelle, das ist eine richtig tolle Ballade. Also das
ist ein ausgezeichneter Song. Achter Platz war ja auch nicht so schlecht. Danach gab es dann ein paar Jahre, dann lief es nicht mehr so gut. Ja, aber im Prinzip, Mutzke. Genau. Ich habe den Eindruck, immer wenn Stefan Raab beteiligt war, lief es ganz gut. Ja, das ist aber auch der Heiligenschein. Er hat natürlich auch Glück gehabt, ein gutes Händchen gehabt. Also bei Gildor hat er dieses Lied geschrieben, und das Lied war aber eigentlich egal. Das kann sein. Der Auftritt war wichtig. Seinen eigenen Song hat er geschrieben. Der Auftritt war sehr lustig und spektakulär. Dann hat er eben die gute Idee gehabt, und ich weiß nicht, wessen Idee es war, oder seine Idee, eben diesen unser Song für Istanbul und dann jemanden wie Max Mutzke zu finden, der da einfach aus dem Schwarzwald ankam mit einer fantastischen Stimme. Und das ist natürlich auch Raabs Verdienst, aber nicht nur. Es ist in erster Linie Max Mutzkes Verdienst, der einfach grandios gesungen hat. Und dann hat Stefan ihm noch einen tollen Song geschrieben. Also Can't Wait Until Tonight ist einfach ein wunderbarer Song. Egal, ob der nur auf dem Barhocker sitzt oder nicht. Er musste sich auch nicht bewegen. Das war ein klasse Song. Und insofern sage ich, das ist wirklich auch Stefans Verdienst. Und später natürlich auch dann diese ganzen Castingshows möglich gemacht zu haben, mit deren Ergebnis, aus denen dann Lena rauskam. Aber Lena ist ja ein absoluter Glücksfall gewesen, die einfach da reingeschneit ist, weil irgendwie Freunde gesagt haben, komm, mach das doch mal. Ja. Das war ja noch gar nicht aus ihrem eigenen Antrieb. Ne? Sonst wäre sie jetzt quasi Studentin. Also hat sie das Ganze auch nicht ganz so ernst genommen und hat das einfach so... Und sie hat es einfach so gemacht. Aber von Anfang an war klar, was für ein Charisma, was für eine Ausstrahlung hat dieses Mädchen. Und das ist auch ein Glücksfall für Stefan Raab gewesen. Ne, die hat er nun nicht persönlich da rausgeholt. Jedem war klar, der die gesehen hat da am Anfang. Die ist eine Ausnahmeerscheinung. Und ich glaube, Stefan wollte auch, glaube ich, nicht unbedingt, dass sie Satellite singt. Also aber gut, mit einem anderen Song hätte sie vielleicht auch gewonnen. Aber das ist einfach, sind so Dinge, die so passieren. Und auch, ehrlich gesagt, auch wenn Stefan nicht mehr dabei ist und aktiv ist, seine Produktionsfirma ist also auch seitdem immer involviert gewesen in dem Prozedere der deutschen Vorentscheide und wie der deutsche Song ausgewählt wird. Sein Einfluss ist auch immer noch heute irgendwo spürbar, oder seiner Firma. Insofern kann man nicht sagen, es gibt Zeiten mit Raab und Zeiten ohne Raab, und mit Raab läuft. Mit Raab war alles besser. Und ja, mit Raab war alles besser, und ohne ist es alles schlecht, weil eigentlich ist Raab immer dabei. Also insofern, auch wenn er, sagen wir mal, nicht im Vordergrund steht. Ist er denn in irgendeiner Weise noch beruflich tätig? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiß keiner, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat keinen großen Ehrgeiz, sich wieder vor die Kamera zu stellen. Ich kann es nicht sagen, ich bin persönlich nicht so bekannt mit ihm, um das zu beurteilen. Er hält sich erstmal im Hintergrund. Ich glaube, er wird sicherlich auch im Hintergrund, als er ist ja Teilhaber seiner Produktionsfirma, und da wird er sicher in Zukunft auch viele Sachen machen. Da bin ich mir ganz sicher, er ist doch keiner, der immer nur auf dem Sofa sitzt oder einfach kann man sich reiten geht oder vorstellen. Golf spielen geht. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, ich kann verstehen, wenn er den ganzen Stress der täglichen Live-Sendung und dieses Ganze nicht unbedingt mehr haben will. Also das könnte ich verstehen, aber bin auch nicht befugt oder berechtigt, irgendwie was zu vermuten, weil ich kann es nicht genau sagen. Aber irgendwas werden wir von ihm garantiert hören. Es gab immer so bei den deutschen Beiträgen immer so kleine Skandale, ich sag mal Grazia zum Beispiel damals. Da kam ja diese Nummer raus mit dem künstlichen Charterfolg. War das tatsächlich so? Hat die Plattenfirma die Platten gekauft? Und war das nicht auch so? Ich glaube, in irgendeinem Interview haben Sie mal gesagt, dass das dadurch Sie auch deswegen schlecht abgeschnitten haben könnte, weil sowas natürlich die anderen Kommentatoren erzählen könnten. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mal daran erinnern. Oh. Also ehrlich gesagt, ich weiß nur, dass der Song nicht überzeugend war und die in Deutschland den Vorentscheid aber gewonnen hatte. Und das war ja mit Televoting. Und dass der Auftritt nicht so ganz heiß war. Charterfolge, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass manchmal auch durch Vorbestellungen und sagen wir mal, in den Ladenstellen von Tonträgern eine Chartplatzierung, sagen wir mal, das ist für Sie nichts Neues, höre ich das aus. Nein, das war auch früher auch gang und gäbe. Heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so leicht möglich. Aber früher war das so, dann mussten hauptsächlich ganz viele
Alben oder Singles in die Läden transportiert oder geliefert werden. Das galt dann schon als Kriterium, um in die Charts zu kommen. Ach so. Die mussten gar nicht verkauft werden. Das wurde, glaube ich, dann irgendwann geändert. Dass die Läden das erstmal bestellt haben, reichte schon aus. Ja, genau. Das reichte dann damals aus. Und das war natürlich, das lag nicht an Grazia, glaube ich. Das waren allgemeine Erscheinungen, die es damals gab. Mhm. Aber das geht heute nicht mehr. Also heute werden Verkaufszahlen genommen oder Streamings oder diese Dinge werden hier genau korrekt genommen. Also insofern, ja, das war auch kein schönes Jahr, eigentlich 2005. Aber danach gab es zum Beispiel 2006 Texas Lightning. Sehr gut, könnten Sie das jetzt der Reihe nach aufsagen? Das könnte ich. Dann machen wir das mal. Aber Texas Lightning, ja. Texas Lightning war 2006 in Athen. Den Song fand ich großartig. Ich finde, es ist ein großartiger ESC-Song. Das war nur der Fehler, dass die Cowboy-Hüte aufhatten. Dass die ganzen Leute in Osteuropa und Südeuropa das überhaupt nicht begriffen haben. Was macht jetzt diese Warum Band die Cowboys mit Cowboy-Hüten? Deutschland da jetzt? Warum soll jetzt Texas hier irgendwie so in Texas ESC oder sowas? Und zu viel Banjo. Mhm. Dieser Country-Touch, der war nicht nötig. Hätte man den Song als Straight-Pop-Song gemacht, der hätte... Wir sind jetzt, das war, glaube ich, wie viel der Platz war es? Ich habe es ja, ganz... Was meinen Sie? Also der 16. oder sowas. 14. 14. Nicht schlecht. Nicht so schlecht, 14. Mhm. Aber es hätte unter die Top 10 kommen können. Ich finde den Song großartig, ein Song von Jane Comerford. Mhm. Und fantastisch. 2007 dann Roger Cicero, den wir auch vorhin gesehen haben. Ja. Auch eigentlich wirklich ein klasse Song. Aber ehrlich gesagt, damals war... Europa noch nicht offen für Swing, für Jazz und für andere Sounds. Ich glaube, das war noch zu ungewöhnlich. Und auch in deutscher Sprache gewagt, ne? Auch noch in deutscher Sprache, obwohl ich hoffe, dass die anderen Kommentatoren das übersetzt haben und erklärt haben, worum es da ging. Ich weiß es nicht. Sie machen das immer, ne? Sie sind so vorbereitet, dass Sie versuchen, Ich versuche es nicht, jeden Text zu übersetzen, aber wenn es irgendwie wichtig ist, dann sage ich das, dann erzähle ich das, weil ich finde, es war schon wichtig bei diesem Song, dass er ironisch war, Frauen regieren die Welt und so weiter. Aber ich glaube, auch musikalisch war das ein bisschen zu früh. Ich glaube, das 5 Jahre oder später hätte besser gepunktet, glaube ich. Weil er hat es toll gesungen. Es war eine sehr, sehr gute Aufführung. Ja, fast zu früh verstorben. Ja. Dann kam 2008? 2008 war Belgrad. Das waren unsere No Angels. Richtig, genau. Auch ein Punkt, wo ich im Nachhinein, als ich dann nach Hause kam, hörte mir den Auftritt an und hörte, was ich dazu gesagt habe. Mhm. Erstens muss ich sagen, bin ich immer loyal dem deutschen Beitrag gegenüber. Weil ich finde, das ist einfach normal und logisch. Ich habe auch damals aber in dem Sound der Halle und dem Kopfhörer nicht hören können, wie falsch die eigentlich gesungen haben. Das war zu Hause, als ich mir die Aufzeichnung zu Hause angeguckt habe, habe ich gedacht, mein Gott. Und das haben in Deutschland natürlich alle gesehen und haben nachher gesagt, da ist der Urban bescheuert. Mhm. Der kann doch nicht sagen, das war ein toller Auftritt. Da gab es viel Kritik danach? Da gab es dann schon Post und Kritik, die sagten, nee, da kann man nicht, man hat doch Ohren im Kopf. Und ja, es war tatsächlich falsch gesungen. Was haben Sie denn da gesagt? Ich habe gesagt, das war mal ein super Auftritt oder sowas. Ne? Aber es, ehrlich gesagt, war das wirklich nicht so schön gesungen. Mhm. Das konnte man da in der Halle, habe ich das nicht so mitbekommen. Mhm. Und im Nachhinein, das musste ich sagen, war einfach falsch. Der Platz war auch nicht so richtig toll. 23 habe ich hier. 23 stehen. Und dann kam 2009 Moskau, hatten wir ja vorhin schon als Thema. Dann 2010 natürlich Nummer 1 und so weiter. Dann ging es voran. Ja, zu Lena würde ich auch noch gerne einmal mit Ihnen reingucken. Das ist, glaube ich, auch sind so Bilder, die sehen Sie immer mal wieder gerne, ne? Ja, das sieht man gerne, ja. Okay, einiges, ne? Man achte auf die Frisur. Ja. Es war ja wirklich ein ganz besonderer Tag. Wie gesagt, ich war ja erst noch in der Nachphase einer Operation und musste dann in diesem Fußballstadion in Oslo, musste dann von der obersten Reihe, wo die Kabinen waren, musste ich dann durch Logen mit betrunkenen Norwegern in Windeseile musste ich dann runter auf die Bühne und dann standen wir vor der Bühne, dann war die Bühne ungefähr, weiß nicht, 3 Meter oder 2 Meter hoch, aber keine Treppe. Dann wurde man irgendwie so hochgehievt von irgendwelchen Menschen, Bühnenarbeitern, um auf die Bühne zu kommen und man musste das Interview führen, das mit dem Sieger, der Kommentator des Siegerlandes musste. Es ist immer so, oder? Es ist immer so. Ach so. Aber heutzutage kann man das auch delegieren, aber damals haben wir das einfach, wir haben vorher gar nicht dran gedacht.
das irgendwie zu sagen, hier mach du mal lieber das Interview, das ist, der Weg ist ein bisschen weit. Ja. Ich war komplett außer Atem, nass geschwitzt, buffs, fix und fertig, sodass Lena sogar sagte, hey Peter, was ist denn los? Geht's dir gut? Ja. Ich sag, ja, mir geht's gut, es war nur rein sagen wir mal, zu wenig Training und etwas außer Atem, aber es war einfach ein toller Moment. Dieses Ereignis ist immer noch großartig zu sehen. Und wenn man Satellite und Lena hier sieht, das war ja auch kein normaler Auftritt. Das war ja kein Mainstream. Das war ja absoluter Indie-Song. Ne? Das war ja so, wie sie auch gesungen hat. Auch also, irgendwie so ein bisschen, ich glaube, sie hat auch das Lied immer ein bisschen anders gesungen. Ja, oder? Total. Ja. Ja, das ist eben jemand, der auch immer so gesungen hat, wie sie es gerade gefühlt hat. Und so ein bisschen der Touch, ein bisschen wie Lily Allen oder wie diese jungen britischen Sängerinnen von damals. Das waren ja so ihre Vorbilder. Mhm. Und das war eben auch kein normaler Song. Und man sollte sich auch daran auch ein Beispiel nehmen, glaube ich. Einfach nicht immer jetzt einen straighten Mainstream-Song zu suchen, sondern auch mal was richtig Ungewöhnliches. Mhm. Oder eben hier war die Künstlerin das Ungewöhnliche. Genau, der Song war ja, glaube ich, eine ganz normale Komposition. Ja. Ne, und das zu sehen ist ganz toll und freut mich immer wieder sehr, weil eindeutig ein Highlight. Ja. Was war das für ein Moment für Sie, wo Sie gemerkt haben, aufgrund der Punktevergabe, das war ja auch noch irgendwie eine spannendere Punktevergabe. Da können wir gleich auch nochmal drauf kommen, welche Version Ihnen am besten gefallen hat. Was ist das für ein Gefühl, wenn man merkt, oha, das könnte tatsächlich was werden? Ja, und dann war es auch noch so, dass sie eigentlich schon feststand, dass sie Sieger ist. Mhm. Aber wir hatten im Jahr davor, mein Redakteur hatte im Jahr davor das Ergebnis falsch verkünden lassen und war deswegen extrem vorsichtig. Und obwohl schon klar war, dass sie eigentlich nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden konnte, haben wir es noch nicht verkündet. Das war auch ein bisschen blöd. Ich hatte schon so überschlagen gerechnet, die hat doch jetzt gewonnen. Wir hätten es dann mal gleich sagen sollen, aber wir waren sehr vorsichtig und haben es dann erst wenn es da steht. Wenn es dann wirklich ganz klar ist. Ja. Und, es war spannend. Aber in dem Jahr war es spannend, aber ich fand die alte Punktevergabe, ehrlich gesagt, oft nicht so spannend, wenn der Sieger ganz überlegen ist. Und Lorraine zum Beispiel, da war schon von vornherein klar, dass sie gewinnen wird. Mhm. Und dass die letzten 10 oder 15 Verkündigungen aus diesen Ländern total unwichtig waren. Das ist gingen dann unter. Dieses Jahr anders gewesen? Im letzten Jahr auch schon. Ja, also das ist ja schon eine gute Veränderung gewesen. Das fand ich jetzt auch ich fand es nicht so schlecht. Ich meine, was ich blöd finde, ist eigentlich, dass nur die Jurystimmen von den Spokespersons aus den verschiedenen Ländern verkündet werden. Das hat viele Zuschauer auch verwirrt. Die sagen, wieso das denn jetzt? Und denken, das wär schon das Endergebnis. Mhm. Ist es aber nicht. Dass dann die Publikumsstimmen auf einen Block, also gerade bei den Plätzen von 26 bis 10, also die unteren, werden dann in einem Wurf dazugerechnet und man sieht sofort, auch Deutschland ist jetzt, kann nicht mehr, das war's. Ja. Ist Vorletzter, mehr kann nicht werden. Ja. Ja. Das finde ich nicht so schön. Mhm. Später bei den ersten 10, wo dann jedes Land dazu wieder addiert wird und jetzt haben wir die 10 meisten Publikumsstimmen für das Land, das addieren wir zu den Jurypunkten. Dadurch rutscht das Land von Platz 11 auf 3 oder so. Mhm. Das ist richtig spannend. Mhm. Aber dass das dann nur bei den 10 ist, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Aber okay, man kann die Sendung ja nicht, die ist ja sowieso lang genug. Wird ja auch viel experimentiert. Ja. Aber so, das ist in den letzten Jahren das Ergebnis. Ich finde die Punktevergabe so eigentlich sehr, sehr spannend, weil erst am Schluss richtig feststeht, schafft es noch jemand durch Publikumsstimmen den Juryführenden, bei den Jurys Führenden zu verdrängen oder nicht? Das kann ja durchaus komplett voneinander abweichen. Das kann abweichen und ist auch in den letzten Jahren schon mal so gewesen. Jamala zum Beispiel hat gewonnen, weil glaube ich, ein anderes Land, Russland, war bei den Jurys vorne und beim Publikum war Jamala, Ukraine vorne. Deswegen hat sie im letzten Jahr gewonnen. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich würde das gesamte System ändern. Ich würde darüber nachdenken, die Jurys wieder, die in diesem Jahr seltsam abgestimmt haben, finde ich zum Beispiel, sehr viele Länderfreundschaftspunkte gegeben. Also diese üblichen, was man früher bemängelt hat, dass man Nachbarländern oder bekannten. Das sollte eigentlich bei Jurys möglichst gar nicht. Genau. Also gerade zwischen Zypern und Griechenland und diesen anderen, den Balkanländern oder Skandinavischen, ist bei den Jurys mir wirklich aufgefallen, ist eine sehr, sehr, sagen wir mal so,
traditionelle Art von Punktevergabe gegeben, die ich auch ehrlich gesagt nicht so schön fand. Also das, finde ich, sollte man überlegen, ob das überhaupt notwendig ist, weil das Publikum selbst hat sehr viel offener abgestimmt. Also man braucht keine Nur der Sieger, den haben die beide gestimmt, aber sonst gab es Unterschiede. Das ist vielleicht eine Überlegung, wird wahrscheinlich nicht passieren. Und dann würde ich ehrlich persönlich nicht mehr das System haben wollen, dass nur die 10 ersten Punkte bekommen. Also es ist ja so, jedes Land vergibt Punkte, aber immer nur die 12, 8, 12, 10, 8 und dann runter bis 1. Mhm. Das sind nur 10. Mhm. Wenn du in dem Land der 12. Beste bist, also in England wird beurteilt, und dann sagen wir Nummer 12 ist Deutschland, kriegst du keinen Punkt. Ja. Da kriegen nämlich dann 16 Teilnehmer keinen Punkt. Das heißt, du kannst überall im guten Mittelfeld stattfinden und mit 0 Punkten Du könntest theoretisch rausgehen. Überall Elfter sein, hättest aber trotzdem 0 Punkte. Ja. Das finde ich irgendwie blöde. Ich würde echt von 1 bis 26 die Punkte vergeben lassen. Und dadurch hätte man einen größeren Querschnitt, wie wirklich die Reihung ist. Aber das ist wahrscheinlich nur so meine Können Sie eigentlich verstehen, wenn Künstler sagen, ich will nicht zum ESC, ich habe Angst damit? Ja, natürlich kann ich das verstehen, weil die könnten sich ja eventuell blamieren, obwohl ehrlich gesagt, glaube ich, wird es nicht passieren. Also wenn man einen bekannten Künstler nimmt, der überzeugend singt, dann hat man gute Chancen. Ich glaube, es ist nicht so, was viele Leute immer sagen, ja, bloß weil wir aus Deutschland sind, kriegen wir keine Punkte, die mögen uns nicht oder so. Das ist alles Quatsch. Dann hätten wir auch nicht gewonnen 2010. Bei so einem bunten Wettbewerb. Also ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Mich fragten zum Beispiel englischere Reporter und Kommentatoren fragten, ja, meinst du denn, dass sich der Brexit jetzt auswirkt, dass wir, weil wir einen Brexit wollen, dass wir dann weniger Punkte aus Europa bekommen? Ich sage, was für ein Unsinn ist das denn? Weil die Hälfte der Länder, die beim ESC mitmachen, sind sowieso nicht in der EU. Ja. Also das spielt sowieso keine Rolle. Und wir kriegen doch bloß, England bekommt doch aus Deutschland weniger Punkte wegen des Brexits. Das interessiert doch gar keinen in diesem Fall. Sondern ob das Lied gefällt oder die Sängerin, das war der Punkt. Ja, das ist auch das Schöne an dieser Veranstaltung, ne? dass da alle zusammenfinden. Ja, und das ist wirklich ein Beispiel auch für andere Dinge. Die Zusammenarbeit ist wirklich ganz, ganz toll. Das Verhältnis auch der Künstler, wenn man das so sieht, auch nach dem Song Contest, wie die auch traurig sind füreinander und so. Das ist echt klasse. Da ist eine große Empathie, ein großes Mitgefühl füreinander. Große Freude auch miteinander, und das finde ich ganz toll. Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, die Kommentatoren kennen sich untereinander. Das sind immer, jedes Land hat offenbar so seinen Stammkommentator, der auch dort vor Ort ist, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Das ist wie bei Fußballkommentatoren, die müssen da sein, um das richtig Man muss ja auch mal über den Bildschirm rausgucken, was ist in der Halle los, was hat man erlebt in den letzten Tagen bei Pressekonferenzen, bei anderen Terminen und so. Das kann man ja nicht erzählen, wenn man nicht da ist. Es gab doch einmal ein Jahr, da haben sie es per Telefon machen müssen. Das war sicher in Düsseldorf sogar? Ja, in Düsseldorf im Halbfinale. Da war es so, dass die Kommentatorenleitung aus einem technischen Grund alle ausfielen, weil irgendein Server abrauchte und es gab kein Backup. Für alle? Für alle. Alle 43 Länder damals. Und das war nachher nächsten Tag bei der Kommentatorensitzung war Hohn und Spott überall, weil die ganzen Länder sagten, Technologieland Deutschland. Ja. Was habt ihr denn da gemacht? Es war ein Fehler der einer Zulieferfirma, die wirklich das Backup nicht gemacht hatte. Das hätten sie machen sollen. Und insofern mussten wir alle über Telefon kommentieren. Ja. Und da ist mir dann auch so ein Spruch rausgerutscht. Ah, mit Kasachstan. Ne? Ja, wir sind doch nicht in Kasachstan. Und war spontan und war auch nicht richtig, weil unsere Technik hat natürlich die Schuld bekommen, die war aber gar nicht schuld. Die ARD und NDR-Technik war da in dem Fall nicht der Schuldige. Und ich muss mich auch nachher entschuldigen. Und die kasachische Regierung, die waren sehr lustig. Die Botschaft für Kasachstan hat einen Brief geschrieben und gesagt, wir laden Sie gerne ein, den Eurovision Song Contest in Kasachstan zu veranstalten. Unsere Technik ist Weltklasse und wir würden keine Probleme haben. Ganz und so. Ohne Telefonnetz. Ganz, das würde auch so klappen und so. Es war eigentlich schon sehr komisch, aber in dem Moment. Als es jetzt in Deutschland dann stattgefunden hat, waren Sie da, dadurch, dass es hier auch gemacht wurde in Düsseldorf, mehr involviert, auch in die ganze Vorbereitung? Und das muss ja, also ich stelle mir das so unfassbar komplex vor. Allein diese ganzen Live-Schalten, da ist ja so viel drin, da muss alles auf den Punkt stimmen. Was für eine... Nee, das hat natürlich das NDR-Team vorbereitet, zusammen mit Brainpool, den örtlichen Produzenten aus Köln, also der Firma von Raab und
Das ist ein Riesenaufwand, das ist doch nicht vergleichbar. Aufwand. Da waren ja unsere gesamte Abteilung, war ja 3 Monate, ich glaube ab November haben die in Düsseldorf gelebt und haben also über Monate dort das vorbereitet. Mhm. Ein Riesenaufwand. Allein die örtliche Veranstaltung in diesem Stadion und dann die Fernsehübertragung, das alles zu organisieren, das Pressezentrum, ein riesiges Pressezentrum zu organisieren, das ist alles unglaublich. Ein richtiger Hammer, den man da erledigen muss. Und damit habe ich persönlich aber nichts zu tun gehabt. Weil also Sie waren ich da fahre jetzt da nicht einfach genauso hin, als wenn ich jetzt nach Kiew fahre und mache meinen Job. Bin dann die Woche der Vorbereitung da und mache dann die Sendung. In diesem Falle war ich nicht involviert, aber ich hatte natürlich eng Draht zu den Leuten, die das organisieren. Aber die waren alle in Düsseldorf. Also ich war damals ja. Für Sie war das so wie sonst auch? Genau, so ähnlich wie sonst auch. Aber es war wirklich eine unglaubliche Tätigkeit, die aber auch ermöglicht wird, die durch viele Volunteers. Jedes Mal beim ESC gibt es eine Reihe von mindestens 500 Freiwilligen, die oft aus ganz Europa kommen. ESC-Fans, Leute, die einfach was für ihr Land tun wollen, die ohne Bezahlung 2 Wochen da leben und die auch noch, glaube ich, für ihre Unterkunft sorgen müssen selbst. Auch das noch? Ja. Oha. Und die dann wichtige Tätigkeiten auch machen als Begleitung von den Delegationen aus den vielen Ländern, als Fahrdienste und so weiter und so fort. Also das ist also wirklich, muss man mal deutlich sagen, ohne die wären solche Veranstaltungen gar nicht möglich. Auch in Kiew jetzt waren wieder ganz, ganz viele Volunteers dabei, die oft mit großem Einsatz und viel, viel Engagement da helfen. Das ist wirklich toll. Halten Sie das für eine gute Idee gehalten, dass Lena nochmal angetreten ist? Taken by a Stranger war ja nur vom Lied her nochmal wieder was ganz anderes. Ja, also ehrlich gesagt, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich ihr nicht dazu geraten damals. Mhm. Im Nachhinein sehe ich es aber positiver. Erstens war das Lied total anders. Mhm. Der Auftritt ganz anders. Ein choreografierter Auftritt mit richtig Ballettsängerin. Das waren ja so Menschen in Kondomkleidern, ja, die genau, sich da irgendwie bewegten. Das war ja ganz spannend. Weltall, ruhiger Weltall. Und ehrlich gesagt, da der Song so anders war und der Auftritt so anders war, fand ich das dann nicht so eine Doublette. Mhm. Sonst hätte ich Angst gehabt, gesagt, ja, die kann sich ja nur wiederholen. Mhm. Dass sie nochmal gewinnt, war ja klar, aber der 10. Platz am Ende war ja auch nicht so schlecht. Nö. Ne? Nö. Insofern, im Nachhinein sehe ich es eigentlich positiver, als ich es da am Anfang bedacht hatte. Da ich dachte, das klingt erst wie so eine fixe Idee. Ja, eine schnell hingesagte Schnapsidee. Ja. Aber dann hätte man ja immer noch zurückziehen können, wenn man es nicht gewollt hätte. Aber insofern finde ich es okay, dass man es gemacht hat. Und hat auch Druck genommen von jemandem anderen, der dann der Nachfolger geworden wäre. Richtig. Der dann, also. Das war dann Roman Lob? Ja, das war ja dann 2012 erst in Baku. Genau. Roman Lob. Denn stell dir vor, das wäre jemand gewesen, der in Düsseldorf dann beim Heim-ESC, der hatte ja eine Riesenverantwortung gehabt und so. Insofern, das wäre dann auch nicht schön gewesen für den. Insofern war es am Ende alles in Ordnung. Aber ich persönlich hätte es am Anfang nicht gemacht nehmen. Hat schon mal ein Land 2-mal nacheinander gewonnen? Diese Riesenverantwortung gibt es ja jedes Jahr für jemanden. Es gibt Länder. Ehrlich gesagt, ich bin ja nicht der große Geschichtsprofessor des ESC. Das machen andere besser. Aber ich glaube, Irland hat schon mal hintereinander gewonnen, 2 Jahre hintereinander. Ja. Doch. Mhm. Das ist auch schon mal gewesen, dass Luxemburg, glaube ich, 2 Mal hintereinander gewonnen hat. Oder auch selbst Länder wie Israel. Also es gab es schon öfter, ja. Aber jetzt nochmal zu den Kommentatoren. Es sind immer wieder Kommentatoren, die den Job schon lange machen. In diesem Jahr war es mein 20. Jubiläum und ich bin im Moment der Dienstälteste. Ach, tatsächlich? Aber es gibt welche aus Irland, Marty Whelan, ein sehr guter Freund von mir, oder der österreichische Kommentator Andy Knoll, der ist jetzt 18 Jahre dabei. Und die machen das auch schon sehr lange und wir sehen uns jedes Jahr wieder, freuen uns und reden miteinander, quatschen. Das ist also eine unheimlich schöne, lustige und kollegiale Atmosphäre. Diesem Jahr haben sie mir eine Torte geschenkt, die EBU, und zum 20. Wird also wahrgenommen. Das war wirklich klasse. Das war wirklich, wirklich schön. Mhm.
Und das Team hatte auch, ehrlich gesagt, die haben sich da unglaublich Mühe gegeben. Wir hatten meine Kabine mit Luftballons und anderen Sachen zugeklebt. Wie groß ist die Kabine? Die ist eigentlich nicht so groß. In diesem Jahr war sie ein bisschen größer. Man hatte sich, glaube ich, vermessen. Ah ja. Was aber gut war. Ne? Und insofern, also war ein riesen Luftballon drin und gelandet und so herzlichen Glückwunsch und alles Mögliche. Es war echt süß. Es war echt ganz nett. Ich habe es ja auch geguckt dieses Jahr. Ich gucke mir immer nur das Finale an, wie die meisten. Ich bin jetzt nicht bei den 500.000 dabei. Aber wenn das Voting ist, dann stehe ich immer auf und mache was anderes. Mhm. Und da gab es jetzt einen Flitzer, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das gab beim 2010 gab es schon mal einen. Da gab es einen, der bei Spanien über die Bühne lief und dadurch durfte Spanien nochmal antreten. Stimmt. Die durften ihren Song wiederholen. Mal, ne? Ja, und das ist eigentlich egal, aber das Ärgerliche war, dass deswegen aus Zeitgründen der großartige Interval Act, dieser Tanz, Madcon, hatten doch diese Nummer, wo alle in Europa mittanzen konnten. Genau, ne? Die Außen Außenübertragung auch, ne? und aus Hamburg, Düsseldorf, aus selbst Mette Marit, die Kronprinzessin hat mitgetanzt und so. Dieser Act musste um 3 Minuten gekürzt werden, weil Spanien nochmal gesungen hatte. Was sehr traurig war, weil der war der beste Interval-Act überhaupt. Also das war das Spannendste. Hat das Spanien was gebracht? Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Null, glaube ich. Ja, glaube ich mich auch. Überhaupt hätte nicht. Hätte es eher gelohnt, das andere zu machen. Bloß, weil einer da rumgelaufen ist. Diesmal ist bei Jamala, bei der Sängerin, ist jemand auf die Bühne gesprungen. Mhm. Also auf dieses kleine Podest. Wir gucken mal rein. Wurde aber gleich runtergeholt, ne? Ganz schnell. Nicht viel Chance gehabt. Ja, das war die Vorderbühne, das sind die Satellitenbühne, die kleine runde Kreis, der mitten im Publikum stand. Mhm. Und ein Australier offensichtlich, ne, nach der Fahne zu urteilen, war auch schon sicherlich nicht nüchtern, tanzte da rum. Sie hat es ja ganz cool ignoriert. Ne? Die hat ja einfach weitergesungen und war toll. Ist natürlich vollkommen blödsinnig, aber das sind irgendwelche Leute, die beim Fußball siehst du solche Leute ja. Der hat seinen Moment gesehen. Ne? Jetzt ja, einmal. Ne? Ich weiß nicht, was er davon gehabt hat, aber ja, mein Gut. Gibt es da viel Alkohol für die Zuschauer? Oder muss man da schon betrunken hinkommen? Ehrlich gesagt gab es in Kiew überhaupt keinen Alkohol. Aha, okay. Insofern muss er das vorher getrunken haben. Weil es gab in der Halle nämlich keinen Alkohol, was ein großer Unterschied war zu anderen Jahren. Es gab schon Jahre, in Schweden gab es auch keinen Alkohol, aber ich kann mich erinnern, in Kopenhagen, im Parkenstadion, im großen Fußballstadion fand es statt. Mhm. Und es zog an allen Ecken und es war laut, weil die Dänen dauernd immer unterwegs waren zum Bierstand, Bier holen. Es war ein dauerndes Gerenne und Gelaufe und es war keine schöne Atmosphäre. Das war überhaupt nicht gut. Aber es gibt schon Länder, da wird es eben strenger gehalten. Da gibt es keinen Alkohol. Es gab ja wirklich keinen. Ich fand den von 2010 eigentlich auch ein bisschen cooler, weil er auch ein bisschen mitgetanzt hat. Ja. Den von Spanien haben wir auch noch, das ist doch der letzte Ausschnitt. Der hat ja so ein bisschen. Der hat richtig mitgemacht, der gehörte für mich auch ein bisschen dazu. Ja. Das hat unser Kamerakollege gerade gesagt, das war gar kein Australier, sondern ein Ukrainer, der schon bekannt ist für seine Aktionen, der so auch schon Hollywood-Stars an die Beine gegangen ist und der nun unbedingt, gerade bei solchen Events, die nun von 200 Millionen oder so geguckt werden, besonders engagiert sind. Und der hier, der heißt Jimmy Jump, ne? Und der, schöner Name. Der auch schon bekannt war, der hatte ja auch auf seinem T-Shirt eine Website, die man seine Website sollte man dann auch anklicken, das war also reinste Werbung. Ja, gute Idee. Seine Website, ne? Aber erst dachte ich, ey, der gehört zum Act. Ich weiß nicht, ich saß da und dachte, das ist aber komisch, diese Choreografie habe ich bei der Probe nicht gesehen. Aber gut, okay, vielleicht haben sie sich was Neues ausgedacht. Ja. Aber das war alles einem dann doch klar. Ja. Ja, witzig, dass das überhaupt stattfinden kann. Was meinen Sie, was gibt es da für eine Strafe? Ich hätte nämlich sonst auch Interesse. Ich weiß es nicht, ob die nur einfach aus der Halle geschmissen werden, ob es eine Strafanzeige gibt. Irgendwas muss ja passieren, oder? Ich weiß nicht. Man kann Glück haben, glaube ich, also dass da nichts passiert. Mhm. Also das müsste man wirklich mal recherchieren. Ich war nicht so unbedingt mein Thema. Er hat ja offensichtlich Thema, Erfahrung. Diese Leute werden ja sicherlich da. Ja, so wird schlimm kann es nicht sein. So schlimm kann es nicht sein. Ein kleiner Polizeiaufenthalt vielleicht wegen Belästigung oder Nötigung. Mhm.
gegen Kass. Was mir immer auffällt beim ESC, dass wir eigentlich das einzige Land sind, wo auch tatsächlich Publikum, also eine Veranstaltung im Land selber gibt. Die meisten treten da auf vor so einer grünen Wand oder schweben quasi gerade über den Eiffelturm, wenn sie da sagen, was los ist. Und bei uns ist immer ein Event raus, obgleich es ja tatsächlich nicht mehr so erfolgreich, weil letzten Jahre immer schief lief. Trotzdem wird das vom NDR erstmal sehr, sehr hoch gehalten. Ne? Ja. Und dann die Es ist bei uns eine Tradition, dass also die Veranstaltungen auf dem Spielbodenplatz auf St. Pauli immer bei Regen ist auch Tradition. Live übertragen wird, dann immer von Viertel nach acht, der Countdown bis neun. Und auch bekannte Stars da auftreten, sehr bekannte Stars. Barbara Schöneberger seit einigen Jahren das macht und dann auch die Punkte verkündet von da. Mhm. Und das ist echt, ja, einzigartig. Kein anderes Land macht das so. Ja. Und gibt auch immer eine tolle Atmosphäre. Jedes Mal gern gesehen. Mhm. Also wenn dann in Deutschland dann diese vielen Menschen mit Begeisterung dabei sind und wenn die Punkte verkündet werden. Also bei dieser Punktevergabe, dieser Unterschied ist schon krass. Und dann kommt da plötzlich jemand aus dem Land, aus Aserbaidschan und ist kaum richtig zu verstehen. Von einer grünen Wand. Ja, genau. Es gibt ja immer diese Zeitverzögerung, das ist ja vollkommen furchtbar. Normal. Und dann wollen sie dann auch immer noch sagen, ja, wie toll es denn war. Jeder und will da seinen Moment haben. Oh, ne? Furchtbar. Also also das kann man anscheinend nicht ausschließen. Sie haben schon alles getan. Ja. Es gibt schon einen extra Regisseur für diese Abstimmung, der den Leuten sagt, bitte haltet euch kurz, sagt nur die Punkte, sonst nichts. Aber trotzdem sagt jeder seinen Spruch. Ne? Ja. Oh, dein Kleid ist wunderbar. Nee, es waren diesmal ja Männer. Ja. Insofern konnte man das nicht sagen. Ihr seid toll. Die Moderatoren waren in diesem Jahr auch nicht so klasse. Insofern konnte man auch mit dem Lob ein bisschen vorsichtiger sein. Ich finde prinzipiell Doppelmoderation auch immer künstlich. Ja, diesmal waren es ja doppelt oder ja, drei manchmal sogar. Aber ehrlich gesagt, im letzten Jahr war es toll. Mhm. Diese Petra Mjede aus Schweden und Måns Zelmerlöw, der ein Talent ist. Der ist ja nicht nur Sänger, sondern ein ganz toller Moderator. Mhm. In diesem Jahr war er Co-Kommentator für Schweden. Auch in den Kabinen bei uns saß er dann mit hochem Kopf. und er war auch Teil in einem Video, das eigentlich das Lustigste war, nämlich das, wo die drei ukrainischen Moderatoren in die Schule, ins Trainingslager gingen und Måns Zelmerlöw ihnen erklärte, wie man nun zu moderieren hatte. Das fand ich echt komisch. Mhm. Das war aber, glaube ich, auch auf schwedischem Mist gewachsen. Ja, aber sowas Selbstironisches, das macht das Ganze ja, das gibt dem ja wieder ein bisschen Echtheit. Ja. Ich finde sonst immer mit Karten und Doppelmoderation ist immer künstlich. Ja. Also ich finde, Anke Engelke und Raab haben es auch ganz toll gemacht. Mhm. Und Judith Rakers eher den sachlichen Teil. Mhm. Und den, ja, es ist ja auch gut, wenn man das aufteilt. Und das Opening des deutschen ESC in Düsseldorf war doch fantastisch. Ja. Also auch diese, da waren die Länder auch überrascht, auch die meine Kollegen sagten, oh mein Gott, das hätten wir euch gar nicht zugetraut, so eine fetzige, knallige, sehr lustige, ironische Art und Weise. Das war toll. Mhm. Wie oft hören Sie die Frage, ich frage Sie jetzt mit diesem Zusatz, wie oft hören Sie die? Was muss Deutschland machen, damit es jetzt mal wieder besser läuft? Oder, was ich auch schon oft gehört habe, warum wechselt man da nicht die Verantwortlichen? Warum sind das immer die gleichen, die das entscheiden? Ist das so beim NDR, dass es da so immer die... Also daran liegt es ja überhaupt nicht, sondern die machen einen hervorragenden Job. Nur haben sie ehrlich gesagt in den letzten Jahren bei der Vorauswahl nicht richtig Glück gehabt. Mhm. In den Jahren davor gab es ja immer viele verschiedene Prinzipien. Einmal über das Clubkonzert, das es einige Jahre gab, wo dann eine Wildcard vergeben wurde. Und diese Wildcard hat dann zweimal gewonnen. Eliza kam über die Wildcard und Anne-Sophie kam über die Wildcard. Die anderen Vorschläge kamen immer von Plattenfirmen. Und da musste man sich dann auch drauf verlassen, was die Plattenfirmen so anbieten. Und ehrlich gesagt haben jahrelang die Plattenfirmen in Deutschland wirklich nicht das Beste angeboten, sondern haben immer nur, sagen wir mal, auch die B-Ware angeboten, weil sie dachten, oh, wir kriegen da noch einen sicheren Fernsehauftritt. Mhm. Denn Fernsehauftritte sind ja echt gefragt in Deutschland. Gibt es ja nicht so viele. Fernsehsendungen mit Musik gibt es ja nicht so viele. Ja. Und insofern war das immer das Bemühen. Es war weniger das Bemühen, einen richtig tollen Song für Deutschland, der beim ESC tollen Eindruck macht, herauszufinden. Also eher Promotion pur. Genau. Und insofern daraus dann den richtigen Titel zu wählen, den die Aufgabe hatte ja dann auch das Publikum oder damals auch die Jury im Fall von Cascada. Mhm. Da muss man mal nachdenken, wie bekommt man ein besseres Prinzip hin, dass man erstens einen tollen Sänger findet oder einen bekannten Sänger nimmt,
Im Falle Xavier Naidoo war das ja so geplant. Richtig. Aus den bekannten Gründen hat das nicht stattgefunden. Im Nachhinein auch sehr berechtigt. Ja. Und dann findet man für diesen Sänger dann den richtigen Song. Und über den das Publikum auch abstimmen kann. Aber man muss vorher für diesen Sänger oder Sängerin einen richtig passenden Song finden, der absolut authentisch ist, der überzeugend ist. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass auf dem Album von Levina, das sie gemacht hat, sie hat ein wirklich gutes Album gemacht, Debütalbum gemacht, das hoffentlich jetzt nicht untergeht, weil sie so einen schlechten Platz erreicht hat. Ja, die Gefahr ist groß. Die, ne? Gefahr ist leider groß und das hat sie nicht verdient, weil auf diesem Album sind einige Songs, auch von ihr geschriebene Songs, die sind großartig. Und ich glaube, ein oder zwei wären wahrscheinlich bessere Kandidaten für den ESC gewesen. Da ist man im Nachhinein natürlich schlauer. Das wusste man, als diese Auswahl getroffen wurde, noch nicht, weil da war das Album noch nicht fertig. Insofern, man muss, glaube ich, dann noch immer mehr Mühe verwenden auf die Auswahl des richtig guten Songs. Und da bin ich ganz sicher, dass man da unheimlich viel Arbeit jetzt dran setzen wird, um ein besseres, erfolgreicheres Konzept zu entwickeln. Und ehrlich gesagt, ich persönlich finde auch, man sollte auch ein bisschen mehr Mut haben, auch Sachen vorzuschlagen, die wirklich wie Labras Banda, wie diesem Jahr der portugiesische Beitrag, die wirklich ganz anders sind als das, was man sonst eigentlich mit ESC assoziiert und auch mit dem normalen Mainstream-Pop. Ob dieser Titel dann vom deutschen Publikum gewählt würde, ist eine ganz andere Frage. Aber wer weiß. Wir haben auch Überraschungen erlebt. Das kann auch wirklich auch so sein, dass das auch da der richtige Titel gewählt wird. Ist das notwendig, dass das Publikum das wählt? Das ist nicht notwendig. In den Statuten und in Regeln des ESC steht das überhaupt nicht. Das ist nämlich ein Irrtum. In Deutschland wird geglaubt, das ist normal und ist ein demokratisch verbrieftes Recht. Das ist es überhaupt nicht. Es kann jedes Land machen, wie es will. Es gibt Länder, die bestimmen immer nur den Sänger selbst. Manche Länder machen so, in einem Jahr haben sie einen Vorentscheid, wo sie das Publikum mitbestimmen lassen oder eine Jury. Im nächsten Jahr bestimmen sie einen Sänger und suchen selbst den Song aus. Also das wird unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Und es gibt keine Regel, die das vorschreibt. Aber in Deutschland ist es durch Tradition eben in den letzten, weiß Gott, wie viele Jahren so gewesen. Die Vorentscheidung gab es schon zum Grand Prix der Eurovision-Auszeiten. Ja. Gibt es ja schon ewig. Oft hat nur eine Jury entschieden. Dann hat das Publikum, Jürgen Meyer-Behr hat das Publikum damit reingeholt. Im Jahr 68 war es das erste Mal mit Gildo Horn. Das 98. da hat das zum ersten Mal das Publikum mit entschieden. Ja, okay. Und insofern, es ist einfach Tradition in Deutschland. Ich glaube, wenn man es dann nicht machen würde, wäre auch wieder komisch. Gäbe es auch sein. Verstehst du? Und man hätte dann vielleicht einen Misserfolg. Dann würde dann man ist ja noch richtig Ärger kriegen. Das ist richtig. Also insofern finde ich schon gut, dass das Publikum mitbestimmt. Aber es ist nicht von vornherein Regel oder notwendig. Ja. Freuen Sie sich jetzt aufs nächste Jahr wieder, aufs 21. Also wenn da 21 Luftballons in der Kabine? Nee, das reicht jetzt mit den Luftballons. Okay. Nein, ich freue mich sehr, weil es auch mal in ein Land im südlichen Bereich geht. Ja, Weil das ist ja mal schön, weil das ist ja lange nicht gewesen. Das letzte Mal, muss ich mal stark nachdenken, Israel. Oh. Ja. Jerusalem, sonst war es meistens Baltikum, Skandinavien, Schweden, Österreich, Dänemark. Einmal Österreich Schweden als Ausnahme, Wien war auch ein sehr, sehr Norwegen, schöner ESC. Russland, ja, gut. Norwegen, es war mir eher der Osten und der Norden. Mhm. Insofern mal im Süden das zu haben, ist ganz toll. Mhm. Und da wird Lissabon sicher ein richtig schönes Ereignis werden. ich habe auch über Sie gelesen, dann kommen wir auch so langsam an. Zum Ende. Erstmal vielen Dank, dass Sie so viel erzählt haben. Das ist auch sehr interessant, mal so ein bisschen zu hören. Ja, manchmal muss man mich ja stoppen. Ja, nö, mach ich aber nicht. Haben wir irgendwas ausgelassen? Gibt es noch eine spannende ESC-Geschichte, die jetzt noch fehlt? Oh, da gibt es sicher viele. Auch öffentliche? Ja, da gibt's immer wieder nette Anekdoten. Aber ehrlich gesagt, wir haben ganz schön viel. Na, also die bekannte Anekdote über den runden Beitrag aus Malta, die ist immer wieder lustig, wo die Chiara hieß die Sängerin, ganz großartig in Birmingham, wurde Dritte. Mhm. Und
war eine imposante Erscheinung und wurde von der BBC in einen runden Kreis mit Kerzen gestellt. Also es war alles schön rund. Ja. Und ich habe dann gesagt, ein wunderschöner, runder Beitrag aus Malta. Das wurde natürlich auf die Sängerin bezogen, die natürlich etwas fülliger war. Ja. Und war nur so im Hintergedanken bei mir. Ich fand es wirklich wunderschön. Aber bekam dann einen Brief von der Vereinigung der dickleibigen Menschen Deutschlands. Das gibt es. Und das wäre doch eine Diskriminierung der dickleibigen Menschen und das sollte ich gefälligst unterlassen. Ja. Und das, ja, man muss sehr vorsichtig sein. Also manche Leute sind sehr empfindlich und verstehen auch nicht die Ironie, die manchmal dahinter steht. Auch wenn man mal was gegen den Armenischen, ich sage ja nichts gegen einen Song, sondern sage vielleicht was Witziges über einen Song aus einem Land, wo dann der deutsche Mitbürger, der aus dem Land stammt, dann sehr empfindlich reagiert, weil er sagt, ja, du hast was gegen mein Land gesagt. Und so habe ich überhaupt nicht, sondern ich habe vielleicht was Lustiges über den Sänger gesagt, der vielleicht wie Gerhard Delling aussah oder so, ich weiß es nicht. Oder irgendeine Assoziation, die dann nicht so ganz ernst gemeint war. Das muss man aber machen können. Also ich meine, wenn man sich das... Wenn man da stehen Sie macht, drüber, ne? Dann, ja, aber dann wird es auch richtig langweilig. Ja. Wenn man also... Ne, denn erstens, es ist ja nun nicht... Es ist immer noch eine Show, Unterhaltung. Es ist ein Musikwettbewerb, der auch lustig sein soll, unterhalten soll, gute Laune machen soll und eben keine Europawahl oder ein politisches Ereignis. Ja. So, ne? Ja. Da haben Sie freie Hand da. Ja, weiß aber schon, was ich da machen kann oder machen nicht. Das kann. Möchte also nicht im Vornherein Länder einfach verunglimpfen, dass auch bei anderen Kommentatoren häufig mal der Fall gewesen ist. Wenn ich mir so einige Aufzeichnungen der englischen Kommentatoren der letzten 15 Jahre anschaue, da sind dann sehr viele nationale Vorurteile, weißt du, dann kommen dann die ganzen Leute Sachen aus der Kiste, so der Franzose, dann darf das Vorurteil gegen die Franzosen, gegen die Deutschen und so. Das sind so unnötige Sachen. Es geht hier wirklich um den Beitrag, über den Sänger, die Sängerin. Und wenn man über den Titel was Lustiges sagt, ist es auch okay. Aber nicht beleidigen sollte. Es gibt also auch niemanden, der die Texte vorher abnimmt beim Doch, das wird schon kommen. Das wird schon da wird schon drüber geredet. Na klar, also das machen wir schon. Ne? Das ist schon ganz normal. Ne? Weil ich schreibe mir die Texte ja auch vorher auf. Weil in den 30, 40 Sekunden, die ich Zeit habe, kann man sich auch verplappern. Da kann man dann die Pointe, die man eigentlich setzen will, kann man dann auf einmal vergessen. Oh, der Künstler ist ja schon auf der Bühne, jetzt kann ich es gar nicht mehr sagen. Ja. Also manchmal habe ich den Fehler gemacht, zu viel in einen Text reinzupacken und muss dann schnell reden und dann verhaspelt man sich eventuell. Man muss lieber ruhig bleiben und weniger Text machen, aber in den 30 Sekunden wirklich das sagen, was man sagen will und auch danach in den 10 Sekunden, die man nur hat. Das muss man sich vorher genau überlegen, finde ich. Also das reine spontane Reden ist gefährlich. Im Radio kann man das machen, hier kann man das machen, aber so bei einer Fernsehsendung ist das schwierig. Machen Sie jetzt noch viel Radio? Ja, oder? Ich mache immer noch jede Woche meine Sendung bei NDR 2, dann auch alle 2 Wochen mindestens bei NDR Info im Nachtclub. Ja, ich mache das regelmäßig. Sie sind auch verantwortlicher Redakteur? Nee, da bin ich nicht mehr. Ich bin Wahnsinn, vor drei oder? Jahren. Ich war bis vor 3 Jahren, da bin ich in Ruhestand getreten offiziell. Ja. Und da, seitdem bin ich nicht mehr leitender Redakteur, sondern mache jetzt eben den ESC weiter und meine Radiosendung weiter. Und an möglichen Sachen, wenn andere Sender was wollen oder sowas. Und ich habe gelesen, Sie haben auch noch eine Band. Ich habe auch noch eine Band, die spielt aber allerdings so selten. Das letzte Mal im Dezember, das nächste Mal weiß ich nicht, in diesem Jahr sieht es wahrscheinlich so aus. Weil die Mitarbeiter, die Kollegen in der Band haben so viele andere Termine, dass wir gar keine Termine finden, was ich ein bisschen schade finde. Ach so, daran nicht das. Sie sind ständig bereit? Ich würde ständig spielen wollen, ja. Ich würde oft spielen wollen. Man kann natürlich in Hamburg, wenn wir spielen regional in Hamburg, nur kann man nicht jede Woche auftreten, sondern das muss man schon überlegen. 2-3 Mal im Jahr reicht dann. Ne? Aber es macht sehr viel Spaß und mache ich sehr gerne immer noch, ja. Vielen Dank, dass Sie hier mit uns gesprochen haben. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Aus der ersten Hand. Also ich meine, Ihre Stimme kenne ich ja mein Leben lang. Ja? Also ja. Sie auch, wenn man mit Ihnen redet. Gerade bei Menschen, die man hauptsächlich von der Stimme kennt, das ist ja bei Ihnen nun mal so. Da ist das schon mal ganz interessant, wenn man dann so, wenn sie auch so lossprudeln und so. Und das ist auch so genau. Manchmal sprudelt man zu viel, aber dafür sind wir da. Hier darf man das. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt auf den Gast dann. Peter Urban hat eine hohe
Vorgabe gegeben, dass es nächstes Mal auch wieder cool wird. Vielen Dank. Tschüss.